Es ist neu dieses Jahr, aber sehr wichtig, dass wir keine Hezbollah-Fahnen oder Symbole mit uns führen dürfen. Das ist ganz wichtig. Ja, ich ziehe das aus, ich lege es in meine Tasche und fertig ist. Und wenn Sie noch einmal bei mir sehen, dann können Sie mich gerne festnehmen, kein Problem. Das wurde erst eindeutig gesagt, dass du... Ja, ich bin gerade von der Arbeit gekommen, deswegen habe ich noch keine Ahnung. Ich bin vom Bruder bisher gelaufen. Ganz wichtig ist auch, dass keinerlei aggressive Verhaltensweisen gegenüber Israel geäußert werden. Krebsgeschwür Israel. Genau diese Worte waren auch am Samstag wieder in Berlin zu hören. Übrigens nicht nur in Berlin, sondern auch in Nürnberg, in Wien, in London, weit über Europa hinaus. Im Rahmen von Demonstrationen, die von einem Leben, der Demonstrationsfreiheit, die gewährt wird, durch unser Grundgesetz im Rahmen unseres Rechtsstaates. Demonstrationen allerdings mit einem Ziel, nämlich aufzurufen zu etwas, was mit dem Rechtsstaat gar nichts mehr zu tun hat, sondern im Gegenteil etwas anderes will, nämlich die Vernichtung eines Staates, die Vernichtung Israels. Dies zeigten die Bilder, die wir gerade gesehen haben. Es waren Bilder der aktuellen Demonstration, die am Samstag stattfand. Die gute Nachricht, es nahmen nur 800 Teilnehmer daran teil. Die schlechte Nachricht, an den Gegendemonstrationen, die stärker werden, nahmen in Gänze nur 500 Teilnehmer teil. Auch ein Signal, das ich persönlich erschreckend finde, das wir erschreckend finden und deshalb es uns als CDU-CSU-Bundestagsfraktion ein Anliegen war und ist, auf die wirklich grauenhafte und hässliche Fratze des Antisemitismus hinzuweisen, die sich in jedem Jahr am Al-Quds-Tag bei Protestdemonstrationen in diesem, unserem Land, unserem Rechtsstaat zeigen. Vor diesem Hintergrund begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Antisemitismus im fundamentalistischen Islam. Was können, was müssen wir tun? Stellvertretend für alle Abgeordneten, die sich heute hier auf den Weg gemacht haben, und ich sehe etliche Abgeordnete unserer Fraktion, begrüße ich den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion, meinen Kollegen Dr. Franz Josef Jung. Herzlich willkommen, lieber Franz Josef. Es sind viele Kollegen, nicht nur aus dem Bereich der Innenpolitik, sondern aus der Außenpolitik, eigentlich quer über die Bandbreite unserer Fraktion heute hier. Das zeigt, dass dieses Thema ein Thema ist, das uns umtreibt, das uns bewegt, insbesondere auch den Vorsitzenden unserer Fraktion. Ich darf die Grüße überbringen unseres Vorsitzenden Volker Kauder, dem die Durchführung dieser Veranstaltung ein persönliches Anliegen war. Er gab eigentlich erst den Impuls. Und ich bin ihm dankbar, dass er und wie er an der Spitze unserer Fraktion immer wieder auch Ficht dafür, Unrecht zu benennen, insbesondere wenn Unrecht begangen wird im Namen eines Gottes. Und damit haben wir hier zu tun, denn wir wollen unser Augenmerk
im Wesentlichen richten in diesem Fall auf den Antisemitismus im Islam. Es gab viele Veranstaltungen zum braunen Antisemitismus und es gibt nie genügend, auch darüber müssen wir reden. Es gab viele Veranstaltungen zu Antisemitismus in anderen Bereichen. Nach wie vor sehr vorsichtig behandelt bzw. ausgespart wird häufig der Antisemitismus, der auch gerade im fundamentalistischen Islam stattfindet, und zwar jeden Tag stattfindet. Die Zahlen sind einigermaßen erschreckend. Dazu werden wir heute im Rahmen der Vorveranstaltung auch hören. Was ist nun der Al-Quds-Tag? Beim Al-Quds-Tag wird nicht für die Freiheit einer Gruppe oder eines Volkes eingetreten. Nein, Sinn und Zweck des Al-Quds-Tages ist wirklich ausschließlich die Vernichtung Israels. Ich erinnere daran, weil ich in der einen oder anderen Berichterstattung den Eindruck hatte, dass der Anlass für diesen Al-Quds-Tag inzwischen kaum mehr bekannt ist, jedenfalls in Deutschland. Seit 20 Jahren gibt es den Al-Quds-Marsch am Al-Quds-Tag und vorangegangen war das Jahr 1979. 1979 rief Ayatollah Khomeini dazu auf, am letzten Freitag im Ramadan für die, in Anführungsstrichen, Befreiung Jerusalems, Al-Quds, und die Vernichtung Israels zu demonstrieren. Jeder Marsch ist also auch ein Zeichen, wir kämpfen nach wie vor für dieses Ziel, das Ayatollah Khomeini vorgegeben hatte, und das ist am Ende die Vernichtung Israels. Dafür marschieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Kurfürstendamm. Teilnehmer sind insbesondere Anhänger der islamistischen Terrororganisation Hisbollah, dem verlängerten Arm des Iran, aber auch andere Extremisten, bis übrigens hin zu ganz ordinären Israel-Hassern. Diese ordinären Israel-Hasser, wo wir einfach erkennen müssen, dass sie heute nicht mehr nur in Zwickau sitzen und Springerstiefel tragen oder sich im Internet verstecken, sondern dass es eben diesen Antisemitismus, diesen Hass auch bei islamischen Migrantenkindern gibt, die vom arabischen Fernsehen getrieben werden und sich übrigens diese Art von Antisemiten inzwischen auch in der Mitte unserer Gesellschaft anzutreffen sind, in humanistischen Kreisen, Presseclubs, übrigens manchmal sogar bei Friedensdemonstrationen. Und deshalb ist es so wichtig, den Finger darauf zu deuten, auch in diese Wunde zu legen, übrigens auf ein Phänomen, das weltweit passiert, denn weltweit wird in Moscheen und bei den Al-Quds-Demonstrationen gegen Israel gehetzt und mobilisiert und der Zionismus, das Grundrecht des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, auch diffamiert. Uns ist es wichtig, gerade in einer Zeit, in der der Iran seine Nuklearanstrengungen vorantreibt, die Hisbollah mit über 130.000 Raketen aufgerüstet hat und sich Antisemiten wirklich aller Couleur im Schulterschluss einig sind, dass Israel kein Existenzrecht hat, dass es für uns wichtig ist zu sagen, Israel hat nicht nur ein Existenzrecht, sondern Israel hat auch den Anspruch, dass es Freunde gibt, auch in Deutschland, auch in der Politik, die für dieses Existenzrecht einstehen. Denn am Ende bedarf es nicht viel Fantasie, um nachzuvollziehen, dass das Leben der Israelis, darunter übrigens 25% Muslime, Drusen, Christen, in Gänze bedroht sind. Und darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen, über den Antisemitismus, der auch hier bei uns
im fundamentalistischen Gewande stattfindet. Dass wir dies können oder Auslöser ist eine besondere Studie und ich möchte vor diesem Hintergrund überleiten an unseren ersten Gast. Es ist Herr Tamm. Herr Tamm sitzt dort. Herr Tamm ist selbst Sozialpädagoge und Publizist und Herr Tamm war beauftragt worden, ich sehe Frau Süßkind an von Ihnen, eine Auswertung, eine Studie auf den Weg zu bringen nach den Attentaten von Paris, Belgien etc. pp. Und am Ende hat Herr Tamm einen Studienatlas sozusagen aufgelegt, einen Studienatlas, in dem zu sehen ist, wie hat sich eigentlich der islamistische Terror entwickelt. Wir sprachen am Anfang über Al-Qaida. Al-Qaida hat viele Kinder bekommen und damit auch viele Gesichter, inzwischen auch das Gesicht des islamischen Terrors, und der sich bei uns entsprechend verbirgt. Dazu wird Herr Tamm gleich einleitend sprechen. In diesem Zusammenhang wird eines sicherlich deutlich werden, dass egal mit welchem Gesicht oder Kind man an dieser Stelle zu tun hat, die treibende Kraft immer der Antisemitismus ist. Und was der Antisemitismus am Ende, was den Antisemitismus ausmacht, zeigte eine Twitter-Bemerkung, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist nach den Attentaten von Paris. Ein Franzose twitterte damals: Die Karikaturisten sind getötet worden, weil sie gezeichnet haben. Die Polizisten sind getötet worden, weil sie uns beschützt haben. Die Juden sind getötet worden, weil sie Juden sind. Herr Tamm. Ja, meine Damen und Herren, nach den Terroranschlägen im Jüdischen Museum in Brüssel im Mai 2014 und im jüdischen Supermarkt in Paris im Januar 2015 baten mich meine Freunde vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus um eine Gefahreneinschätzung zur Bedrohungssituation der Jewish Community, der ich mit zwei Expertisen gerne nachkam. Dass jüdisches Leben bedroht ist, machte erst wieder der sogenannte Al-Quds-Tag vorgestern deutlich, auf den ich etwas später eingehen werde. Im heutigen Fachgespräch Antisemitismus im fundamentalistischen Islam habe ich nur noch 15 Minuten Zeit für eine Darstellung, dass fundamentalistische Muslime, ob schiitische sogenannte Märtyrer oder sunnitische sogenannte Gotteskrieger, ihren sogenannten Heiligen Krieg, den Dschihad, in nur wenigen Jahrzehnten zu einer Art Holy World War haben werden lassen. Und bis zum heutigen Tage ist die Speerspitze dieses Dschihad antisemitisch. In gut zwei Monaten steht am 11. September bereits der 15. Jahrestag des 9/11 ins Haus. Der Terroranschläge in und gegen die USA, die von einem selbstmörderischen Kommando der Al-Qaida begangen wurden. Der Al-Qaida, die vor fast drei Jahrzehnten, 1988, gegründet wurde und die durch mehrere Transformationsprozesse viele Gesichter bekam. Bis hin zu dem aus der Al-Qaida im Irak erwachsenen islamischen Staat. Dieser neue IS und die alte Al-Qaida konkurrieren um die Leadership im globalen Dschihad auf der Welt, vornehmlich durch terroristische Aktion. Was unterscheidet die Terrorkonkurrenten? Laut Qaida-Begründer Osama bin Laden soll eine sunnitisch-schiitische Einheitsfront gegen den internationalen Unglauben
mit dem Ziel kämpfen, nach gewonnener Endschlacht ein globales Kalifat zu errichten. Laut IS-Vordenker Abu Mus'ab al-Zarqawi kämpft eine sunnitische Einheitsfront gegen den internationalen Unglauben und gegen Glaubensabtrünnige, insbesondere Schiiten und Glaubensverfälscher. Ein Beispiel dafür sind die Jesiden aus Sicht des IS. Von einem am 29. Juni 2014, erst vor wenigen Tagen, proklamierten neuen Kalifat für einen neuen sunnitischen Menschen mit dem Ziel, dieses um die Levante und weitere Gebiete des Islam, eben der Dar al-Islam, zu erweitern und auszubauen. Was verbindet die beiden Terrorkonkurrenten? Ihre Zielvorstellung im zu gründenden globalen Kalifat der Qaida und im Ausbau des gegründeten IS-Kalifats ist die Existenz Israels nicht vorgesehen. Wohl aber die der heiligen Stadt Jerusalem, Al-Quds, natürlich judenfrei. Sowohl der Qaida-Begründer Osama bin Laden als auch der IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi machten dies in Worten und in Taten deutlich. In Worten: Osama bin Laden im Dezember 1994 noch vom sudanesischen Exil aus, bevor er nach Afghanistan ging. Zitat: Der jüdische Feind ist der Aggressor, der Verderber der Religion und der Welt. So ist es unsere gesetzliche Pflicht, im Namen Gottes Dschihad zu führen, damit Palästina vollständig befreit wird und wieder unter islamischer Souveränität leben kann. Der IS-Führer al-Baghdadi alias Khalif Ibrahim im Dezember 2015, Zitat: Wir haben Palästina keine Sekunde lang vergessen. Und er kündigte Angriffe an, man werde Palästina zu einem Grab für die Israelis machen. In Taten, was die Konkurrenten betrifft: Osama bin Laden begründete 1998 die Internationale Front für den Heiligen Krieg gegen Juden und Kreuzfahrer, die in der Folge einen territorial ungebundenen Guerillakrieg auch gegen Zivilisten führte. Beispiele dieser antisemitischen Gewalt, um nur einige zu nennen: Anschlussplanung auf jüdische Einrichtungen in Deutschland 2001-2002, Anschlag auf die Al-Griba-Synagoge in Tunesien 2002, Doppelanschlag auf israelische Touristen in Kenia 2002, Doppelanschlag auf die Neve Shalom-Synagoge und die Beit Israel-Synagoge in der Türkei 2003, Anschlag auf ein jüdisches Zentrum in Indien, in Mumbai seinerzeit 2008 und so weiter. Der IS rief im Oktober 2015 vor dem Hintergrund der sogenannten palästinensischen Messer-Intifada gegen Israelis zum globalen Mord an Juden auf. Unter anderem stellte er empfindliche Stellen, geeignet zur Niederstechung von Juden, bildhaft empfindliche Stellen des menschlichen Körpers, die sich für Messerattacken eignen, ins Netz. Erst vor wenigen Tagen, meine Damen und Herren, erstach ein palästinensischer Attentäter im Westjordanland ein 13-jähriges schlafendes Mädchen. Und nicht zu vergessen ist auch das Attentat Ende Februar dieses Jahres, wo ein 15-jähriges deutsch-marokkanische Schülerin im Hauptbahnhof in Hannover einen Bundespolizisten attackierte und ihm ein Gemüsemesser in den Hals rammte, die sich vorher auch in Sachen IS und Messerattacken informiert hatte.
diese jungen Attentäter hat der IS inspiriert und der IS stellt sich als Schutzmacht der Sunniten dar und führt einen gnadenlosen Glauben, einen gnadenlosen Kampf gegen die glaubensabtrünnigen Schiiten. Diese hatten schon 1979 im Iran nach Rückkehr des Ayatollah Khomeini einen Gottesstaat ausgerufen, der nach Ansicht des obersten Rechtsgelehrten ein Ausgangspunkt für eine globale Ausbreitung der islamischen Staatsidee war, natürlich auch ohne Israel. Zitat des Ayatollah Khomeini: Seit über 20 Jahren warne ich vor der israelischen Gefahr. Wir müssen uns alle erheben, den Staat Israel auflösen und das Volk Palästinas an seine Stelle setzen, so Khomeini im Februar 1980. Um diese für den Iran bis heute gültige Botschaft in die Welt zu tragen, proklamierte er ein halbes Jahr zuvor, am 7. August 1979, an einem Freitag zum Ende des Fastenmonats Ramadan, den internationalen Al-Quds-Tag. An diesem sollten zum einen alle Muslime ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk bekunden und für die Befreiung der Muslime unter dem zionistischen Regime demonstrieren. Und zum anderen soll mit diesem Tag daran erinnert werden, dass Al-Quds, die sich, Zitat, Israel widerrechtlich angeeignet hatte, für alle Muslime die drittheiligste Stadt nach Mekka, Mohammeds Geburtsstadt und Medina, hier lebte und herrschte der Prophet, war. So unversöhnlich sich im langen und blutigen innerislamischen Konflikt schiitische und sunnitische Kombattanten gegenüberstehen, zur Erinnerung seid nur an den gegenwärtigen Stellvertreterkrieg im Jemen erinnert, so gegenstandslos wird diese Unversöhnlichkeit, wenn es um Judenfeindschaft und erst recht, wenn es gegen den verhassten Feind Israel geht. Erst vorgestern wurde dies auf den nunmehr schon 20. Demonstrationstag Al-Quds-Tag in Berlin 1996, der zuvor auch schon hier in Deutschland stattfand, in Bonn beispielsweise, deutlich. Auf dem Exil-Schiiten, Hisbollah-Sympathisanten und sunnitische Palästinenser gemeinsam gegen Israel und ein Free Gaza, wie gerufen wurde, demonstrierten. Dem Operationsgebiet, meine Damen und Herren, der Hamas, des islamischen Dschihad und mittlerweile auch des islamischen Staates, des IS, der auch in Gaza vertreten ist. Und alle drei Gruppierungen haben die Vernichtung Israels sich zum Ziel gesetzt. Wenn und wo Juden bedroht sind, so der Historiker Michael Wolfson im Januar 2015 nach den Anschlägen in Paris, ist die offene Gesellschaft bedroht. Und auch die hiesige, meine Damen und Herren, möchte ich hinzufügen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich lag in der Zeit. Lieber Cem, ich bin wirklich stolz auf Sie. Ich glaube, Sie sind der erste Referent in diesem Saal, der seine Zeitvorgabe eingehalten hat. Sehr beeindruckend, das sage ich auch im Namen meines Kollegen Stefan Meyer, der übrigens da ganz hinten sitzt und Mitveranstalter ist als Vorsitzender unserer Arbeitsgruppe für Innen. Denn es sind ja gerade die Innenpolitiker, die mit diesen Auswüchsen zu tun haben, die wir am Samstag entsprechend erlebt haben. Auswüchse ohne Frage. Es sind, und das möchte ich ganz deutlich machen, nicht das Gros der Flüchtlinge, die den islamischen Antisemitismus hierher bringen. Er ist bereits hier.
Doch natürlich strömen auch Menschen in unser Land, und zwar Menschen aus Ländern, in denen der Judenhass Staatsdoktrin ist und sogar an den Schulen vermittelt wird. Es gibt dazu eine aktuelle Umfrage der Anti-Defamation League. Danach sind 75% der Befragten im Nahen Osten der Auffassung bzw. geben an, dass sie Juden hassen. 75%. Das liegt weit über dem, was hier bei uns in Deutschland der Fall wäre. Auch hier sind es viel zu viele. Aber in dieser Form sind die Zahlen wirklich furchterregend. Darüber wollen wir jetzt sprechen, und dass wir das können, haben wir zu verdanken unserem Moderator Hans-Jörg Fehlewald. Herzlich willkommen hier bei uns. Er ist Chefredakteur der Politik, der Bild-Zeitung für den Bereich der Politik. Und wenn ich an dieser Stelle ein Wort auch mal des Dankes äußern darf an Ihren Verlag, an Axel Springer, dann ist es, dass Sie das Vermächtnis, das Axel Springer ja auch in seiner Unternehmensverfassung festgelegt haben, nach wie vor leben. Ich kann nur empfehlen, durchaus die Unternehmensgrundsätze sich anzusehen, denn dort sind die Pflöcke auch gesetzt worden für journalistische Arbeit in Ihrem Haus. Und ich finde bemerkenswert, dass nach wie vor der zweite Unternehmensgrundsatz heißt, das Herbeiführen einer Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen. Hierzu gehört auch die Unterstützung der Lebensrechte des israelischen Volkes. Ich finde das bemerkenswert, dass ein Unternehmen sich das tatsächlich als den zweiten Grundsatz gesetzt haben. Dafür auch einmal an Ihre Stelle ganz herzlichen Dank, lieber Herr Fehlewald. Vielen Dank. Dass es mehr sind als Worte, zeigt übrigens auch das heutige nicht Porträt, aber die heutige Berichterstattung über Elie Wiesel, den Friedensnobelpreisträger, der verstorben ist, wo es keinen Nachruf gab, sondern er ja mit seinen eigenen Worten sozusagen zitiert wird. Ein, wie ich, bemerkenswerter Nachruf dann am Ende doch. Und er sich ja auch in einer Passage seines Dialoges mit Gott mit dem Thema Antisemitismus auseinandergesetzt hat. Zwar zu einer anderen Zeit, aber zu einer Conclusio kommt, die aus meiner Sicht für heute auch gelten könnte, würde und es wahrscheinlich auch tut. Er schrieb, immerhin war Auschwitz nicht gebrauchsfertig vom Himmel gefallen. Es wurde von Menschen erdacht, von Menschen umgesetzt und von Menschen betrieben. Das gilt für jede Form des Antisemitismus. Herr Fehlewald, Ihre Bühne. Danke. Wenn Sie erlauben, mache ich die Moderation von hier aus. Jetzt hört man mich. Danke erstmal, dass Sie mir diesen Applaus auch noch verschafft haben, den ich natürlich nur stellvertretend für die Bild-Zeitung und für den Verlag entgegennehmen kann. Ich würde gerne einmal noch mal so einen Schritt zurücktreten, gedanklich, weil ich auch sehe, dass also erstmal, dass eine ganze Menge Menschen heute hier im Publikum sind, was ich sehr, sehr erfreulich finde, gerade bei dem Thema. Einen Schritt zurück tun, auch für diejenigen, die entweder in meinem Alter oder deutlich jünger sind, als ich sehe hier durchaus auch einige, die in einer anderen Generation angehören. Ich als 1964 Geborener habe eigentlich automatisch bei dem Thema Terror durch die Kindheit noch entstanden, habe ich eigentlich so etwas wie RAF oder die IRA oder ähnliches im Kopf, nämlich das, was mir als Jugendlicher, als Kind entgegenschlug. Es war Rote Brigaden, IRA, das Baskenland, dort fand normalerweise Terror statt. Es fand dann auch Dinge wie Entebbe statt, so wie München 1972, ein grauenvoller Anschlag. Aber es blieben sozusagen vereinzelte Anschläge, die uns im Frieden Geborenen deshalb ganz besonders erschütterten. Auch, weil sie aus einem ganz anderen Ende dieser Welt kamen. Und diese Welt war damals tatsächlich noch weit weg. Denn die Bilder, die man zu sehen bekam von Mord und Gewalt, die gab es meistens noch, das wurde damals im Fernsehen noch unterschrieben mit Via Satellit. Das hieß, das kam wirklich von weit, weit weg her. Was wir heute an Selbstmordanschlägen sehen, was wir heute an Bekennervideos und an Hinrichtungen, grauenvollen Bildern sehen, das bekommen wir heute in HD-Qualität auf unsere Handy gestellt. Es heißt,
Das heißt, dieser Terror hat sich globalisiert und hat sich deswegen auch uns in ganz besonderer Weise genähert. Und ich habe manchmal die Furcht, dass wir deswegen auch etwas abgeklärt werden, vielleicht etwas abstumpfen bei den Bildern, dass wir gar nicht mehr so richtig hinsehen, auch nicht mehr, und dass wir uns ein bisschen gewöhnt haben an diesen Wahnsinn, der uns dort entgegenschlägt und uns auch immer näher rückt. Das passiert möglicherweise bei den Messerattacken, die auch ich als Journalist immer wieder zu lesen bekomme und sie dann umsetzen muss, auch im Blatt. Bei den Terroranschlägen natürlich von Paris, von Istanbul, jetzt zuletzt in Bagdad. Bei der Berichterstattung über Terrorschläfer in Belgien, was weiß Gott nicht weit von uns entfernt ist. Und natürlich auch bei der Nachricht, dass unter den Flüchtlingen, die zu uns kommen, eben auch einige offenbar zu den ISIS-Attentätern gehörten, die in Frankreich zugeschlagen haben und möglicherweise woanders. Und richtig nah rückt es einem dann, einmal im Jahr mindestens, wenn dieser grauenhafte Al-Quds-Tag in Berlin stattfindet, wo Menschen sich auf die Fahnen schreiben, dass Menschen ins Meer getrieben werden sollten, dass Juden erschlagen werden sollten und das alles auch noch unter der, weiß Gott nicht, unverhohlenen Hasstiraden, die wir dort zu hören bekommen. Herr Tamm hat gerade beschrieben, hat uns einen Überblick gegeben, woher dieser Hass und diese Gewalt stammen. Er hat gezeigt, dass dieser Hass geschürt wird, dass er geplant wird und gesteuert wird. Und wir wollen heute diskutieren, wie wir möglicherweise gegenplanen, wie wir möglicherweise gegensteuern können. Wie wir verhindern können, dass Juden mit ihrer Kippa oder einem Judenstern auf offener Straße in Berlin, in Köln oder anderswo angegriffen werden. Und wie wir vor allem Jugendliche davon abhalten können, sich den Salafisten in ihrer Stadt ihnen nachzurennen und sich dem Heiligen Krieg, was immer sie darunter verstehen, anzuschließen. Und eingeladen dazu sind heute, und damit möchte ich Sie auch vorstellen, das Podium Lala Süßkind vom Jüdischen Forum für Demokratie und Antisemitismus. Deirdre Berger vom American Jewish Committee. Gisen Tekal als Journalistin tätig und als Autorin. Die Damen habe ich damit. Dann Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und last but not least Thomas Haldenwang, Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Frau Süßkind, wir haben gerade über diesen Al-Quds-Tag gesprochen. Sie waren nun auch nicht als Einzige hier auf dem Podium, aber Sie haben das dort miterlebt. Wenn ich Sie einmal fragen darf, wie haben Sie es erlebt, diese Veranstaltung? Sagen wir so, es war etwas gemäßigter als sonst, aber es gab eben Vorgaben, dass man eben die Hezbollah-Flagge nicht mehr zeigen darf. Das wurde dann ein-, zweimal dort getan. Es wurde sofort dagegen vorgegangen. Aber letztendlich, es ist ja nicht, wie ich es empfunden habe, ich empfinde es jedes Jahr als widerlich und ekelerregend und für mich völlig unverständlich, dass sowas auf Berliner oder auf deutschen Straßen fest einfach stattfinden kann. Es ist für mich unerträglich, wenn von dort skandiert wird, Israel ist das Krebsgeschwür. Und deshalb, Sie haben ja das Video gesehen, jetzt nicht über den Al-Quds-Tag, was für mich so wichtig war, dass Sie sehen, ich bin ganz sicher, dass die meisten von Ihnen hier noch nie auf einer Al-Quds-Demo waren. Das ist jetzt nicht als Vorwurf gedacht, auch nicht an die Berliner, sondern man weiß es teilweise gar nicht und sagt, ach, was interessiert mich das, es ist so viel Elend in der Welt, warum soll ich dorthin gehen? Aber das Erste, was gezeigt wurde, das war 2014 während des Gaza-Krieges, wenn dort eine arabische Frau, Sie haben das gesehen, vorne steht und skandiert, Kindermörder Israel, wenn eine Frau ihr Baby hochhält und hinten steht, Israelis tötet mich nicht, dann muss ich Ihnen sagen, und die Kinder skandieren das und die blutverschmierten Babys, die Puppen, Babypuppen liegen auf dem Boden und der eine Mensch möchte ihr noch sein Kind dort so hin drücken, nun leg dich da auch mal tot hin, weil die Israelis töten Kinder. Ich muss Ihnen sagen, wir sind dagegen vorgegangen. Wenn man dagegen nichts machen kann, dann soll man sich nicht wundern, dass die Kinder, die hier in Berlin geboren sind
oder die Enkelkinder schon, dass die voller Hass sind, dass sie selbstverständlich Israel und Juden hassen. Und wenn wir dagegen nichts unternehmen können, dann sollen wir uns nicht wundern, dass die IS hier überall wirklich Fuß fasst. Herr Lehrer, vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Es gab eine Gegendemonstration, auch wieder einmal jetzt am Samstag in Berlin. Es sind etwa 500-600 Menschen zusammengekommen, die sich gegen diese Hassdemo gestellt haben. Ich erinnere mich noch an eine große Gegendemonstration im September 2014 vor dem Brandenburger Tor. Warum gibt es auch vor dem Hintergrund der jetzt doch relativ kleinen Demonstration, Al-Quds-Demonstration in Berlin, warum gibt es nicht mehr Gegenwehr von jüdischer Seite gegen diese Hassparolen? Es gibt nicht mehr Gegenwehr, weil wir ein ganz praktisches Problem haben. Dort sitzt Rabbiner Teichtal, die Demonstration findet am Samstag statt und der Zentralrat versteht sich als Einheitsvertretung aller jüdischen Menschen in Deutschland, also auch der Orthodoxen. Und am Samstag eine Demonstration zu einer Demonstration aufzurufen, ist für den Zentralrat sehr schwer oder fast unmöglich. Wenn das Ganze an einem Freitagvormittag, an einem Sonntag stattfinden würde, können Sie sicher sein, hätte der Zentralrat zu einer solchen Demonstration aufgerufen. Ansonsten bleibt es im Ermessen eines jeden Gemeindemitgliedes, ob es sich am Samstag an einer solchen Demo beteiligt oder nicht. Aber wir können nur sehr schwer an einem Samstag, an einem Schabbat, zu solch einer Gegendemonstration aufrufen, weil sonst bin ich sicher, wären weitaus mehr Menschen dort gewesen. Steckt das im Kalkül dieser Samstagsdemonstration, des Termins mit drin? Also ich würde nicht Nein sagen wollen. Aber ob es tatsächlich so ist, sage ich mal, habe ich keine wirklichen Erkenntnisse oder Beweise. Aber ich würde es nicht ausschließen. Ja. Herr Haldenwang, vom Verfassungsschutzseite vielleicht mal die offensichtlichste Frage zunächst einmal. Sie sind der einzige Vertreter, der das vielleicht jetzt so beantworten kann. Warum kann man diese Demo nicht einfach verbieten? Ja, das ist natürlich jetzt für einen Verfassungsschützer nicht die richtige Frage. Wir sind ja nicht die Verbotsbehörde für solche widerlichen Veranstaltungen, sondern wir sind die Behörde, die auf diese Umtriebe aufmerksam machen kann, die Polizeibehörden, die Gerichte über das, was zu erwarten ist, informieren kann. Und dann sind eben die Ordnungsbehörden vor Ort die zuständigen Stellen, die dann eben entsprechend Verbote oder Auflagen zu erteilen haben auf der Basis von unter anderem Informationen, die von uns kommen. Insofern, mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Dann anders gefragt, eine der wichtigsten Mitorganisatoren ist die Hisbollah. Warum kann man die nicht verbieten? Ja. Wir beobachten natürlich die Hisbollah schon seit vielen Jahren und die Agitation und die Politik der Hisbollah, die Mitgliederzahlen seit einiger Zeit konstant, auch jetzt wieder mit 950 Personen in etwa. Wir sind da in sehr enger Abstimmung mit dem Bundesministerium des Innern, wie man am besten gegen derartige Organisationen, extremistische Organisationen vorgeht. Und gemeinsam mit dem BMI entscheiden wir, wann es opportun ist, oder das Bundesministerium des Innern entscheidet, wann es opportun ist, ein solches Verbot auszusprechen. Manchmal ist es auch besser, man tut es nicht, um dann eben auch die Beteiligten nicht gänzlich dann in den Untergrund zu treiben. Insofern hat man hier noch Beobachtungsmöglichkeiten. Dann auf der Beobachtungsebene, wer sind denn diese Demonstranten eigentlich? Was sind das für Menschen? Leben die normalerweise auch in Berlin? Kommen die angereist? Wie muss man sich das vorstellen? Also wir haben inzwischen da ein sehr großes Spektrum an Teilnehmern und alle Teilnehmer rekrutieren sich im Wesentlichen aus dem Kreis der Islamisten in Deutschland und das ist eine sehr stark anwachsende Personengruppe. Wir haben sie zuletzt gezählt in 2014, da kamen wir auf 43.890 Personen, die wir da zuordnen. Im vergangenen Jahr hat es da eine sehr dynamische Entwicklung gegeben, sodass wir die Zahl noch nicht heute benennen können, aber mit Sicherheit eine höhere Zahl.
Das ist so der Personenkreis, der eben auch an solchen Veranstaltungen dann eben mit einer Gruppierung teilnimmt. Und dann natürlich der Bereich des Salafismus, auch eine sehr dynamisch wachsende Bewegung, im Bereich des fundamentalistischen Islamismus. In den vergangenen 2 Jahren hat sich die Anhängerschaft des Salafismus nahezu verdoppelt, inzwischen auf 8.900 Personen. Also auch eine enorme Dynamik. Und gerade der Salafismus, das ist eben eine Ideologie, die vor allen Dingen für jüngere Menschen außerordentlich attraktiv zu sein scheint, sehr aktionsorientiert. Man sieht sie auf den Straßen. Sie haben alle vielleicht schon mal die Stände der Lease-Kampagne gesehen. Das fixt anscheinend bestimmte junge Leute an und insofern gerade bei jungen Menschen eben ein enormer Anstieg eben der Anhängerschaft. Ja, und aus diesem Umfeld stammen eben auch die Demonstranten. Frau Berger, die USA sind als klassisches Einwanderungsland durchaus daran gewöhnt, dass sehr verschiedene Gruppen aufeinandertreffen und sich möglicherweise sehr viel besser vertragen, als es in Deutschland und in anderen europäischen Staaten möglich ist. Was tut Amerika eigentlich anderes, als es in Europa und speziell in Deutschland stattfindet? Also ich weiß nicht, ob wir das so viel besser tun, aber da ist eine andere Atmosphäre, ein anderes Klima, Moussa. In der Tat ist vielmehr diese Idee von Versammlungsfreiheit so tief verankert, dass auch wenn das wirklich widerliche Botschaften sind, wir sind vielleicht eher bereit, das mitzutragen. Ich denke an 1977 in Skokie, Chicago. Es war eine angekündigte Demonstration von Neonazis. Skokie ist aber ein Stadtteil, die damals vielleicht zu Hälfte von Holocaust-Überlebenden bestanden hat. Und da war großer Streit auch in der jüdischen Gemeinde, weil die ACLU, American Civil Liberties Union, hat gesagt, das ist Versammlungsrecht und da müssen die marschieren dürfen. Und da war ein sehr breites wirgesellschaftliche Koalition entstanden, um dagegen zu stehen. Und das hat in der Tat sie so erschrocken, dass diese ohne Verbot, griechische Verbot, ist diese Demonstration verlegt in Chicago. Es war sehr wenig. Und diese Koalition, diese Bündnis hat dazu geführt, dass ein Holocaust-Museum da gegründet ist. Das hat sehr viel Gutes getan. Also ich glaube, und dann auch auf die Frage zurückzukommen, was mehr, wieso kommen nicht mehr Juden zusammen, das ist nicht, wer gefragt ist. Das ist eine Demonstration auch kurz gegen Israel. Wir sind gefragt, als Demokratie etwas dagegen zu unternehmen. Haben Sie denn den Eindruck, dass eine solche Vereinigung wie die ACLU, die sehr einflussreich ist, dass eine solche Vereinigung in Deutschland fehlt? Nämlich eine, die sich für die Gemeinsamkeit und gleichzeitig aber auch für die Auseinandersetzung miteinander einsetzt? Also ich glaube, die Versammlungsrecht und Meinungsfreiheit sind schon sehr hoch geschätzt in Deutschland. Das ist auch richtig so. Und deswegen haben wir als AJC gefordert, dass stärkere Auflagen aufgesetzt sind dieses Jahres. Und wir glauben, dank Rechtsanwälten, die wir damit beauftragt haben, wir konnten Berlin überzeugen, dass die Hezbollah-Symbolen nicht zu zeigen waren am Samstag. Das war schon ein erster Erfolg. Was weniger erfolgreich war die Frage von die Strecke, gerade an Schabbat, an Kudamm, es geht entlang 5 Synagogen, das ist ein ziemlich unzumutbarer Zustand und wir hoffen nächstes Jahr, dass es nicht möglich wird. Das wäre schon was. Ja. Aber das gänzlich zu verbieten ist rechtlich schwierig. Natürlich werden wir es begrüßen, aber nur, wenn es wirklich rechtliche Grundlage gibt, weil es doch eine Demokratie ist. Wichtig ist, dass die Zivilgesellschaft immer stärker wird und Zeichen dagegen setzen. Und dass wir nicht erlauben, dass wir zeigen, wie hier, dass junge Kinder regelrecht indoktriniert sind auf die Straßen hier. Also im USA gibt es auch solche Demonstrationen. Wir haben auch eine andere muslimische Gemeinschaft, aber ich möchte nur 2 Stichworte sagen, San Bernardino und Orlando. Wir sind nicht geschont im USA, ganz zu schweigen von 11. September, was wir jetzt vor 15 Jahren erlebt haben. Also besser machen wir es nicht, aber vielleicht eine sehr starke Zivilgesellschaft haben wir. Frau, ja, sehr gern.
Ich kann nicht glauben, dass bei der Wahl einer Route, bei der Ausarbeitung einer Route, es der berühmte Zufall ist, dass es wie viele 5 Synagogen sind, an denen man da vorbeispaziert. Das ist gewollt. Wenn das 1 oder 2 Synagogen sind, dann kann ich das glauben, das kann der Zufall sein, das ergibt sich manchmal so. Aber 5 Synagogen, das ist gewollt, das ist eine gewollte Provokation, das zeigt für meinen Begriff, was steckt wirklich dahinter. Es geht nicht um Israel, sondern es geht um Juden, es geht um Antisemitismus. Frau Süskind, auch Sie waren daran beteiligt, sich mit dem Senat hier in Berlin darüber auseinanderzusetzen, welche Auflagen gemacht werden sollen. Sie sprachen eben im Vorgespräch von kleinen Schritten, die manchmal auch schon etwas bewirken können. Wie ist da Ihr Eindruck? Ist da viel entgegenkommen? Sag mal so, es wird natürlich zugehört, aber es wird wenig umgesetzt. Wir haben selbstverständlich auch dagegen opponiert, es gerade auf dieser Strecke auch zu machen, was eine Zumutung ist. Und Sie sagten, warum so wenig Juden bei etlichen Sachen eventuell dabei sind. Ich lasse mal den Schabbat zur Seite. Wir haben nicht so viele orthodoxe Menschen, die das letztendlich deshalb ihre Teilnahme daran nicht machen konnten. Aber als damals vor einiger Zeit, Amy wird sich erinnern, Herr Lehrer, diese Demonstration vor dem Brandenburger Tor. Wer hat die denn initiiert? Und das hat Deutschland beschämt. Wir, die Juden, mussten das machen. Und das ist doch ein Unding sondersgleichen. Wo sind die wirklich, wo ist die Zivilgesellschaft? Und eines möchte ich noch sagen, bezüglich, ja, Kleinigkeiten machen den Weg. Und wir kämpfen ja nicht nur für uns. Ein Angriff gegen die Juden oder gegen Israel vor allen Dingen ist ein Angriff auf die Demokratie. Und wann wird das hier endlich mal wahrgenommen? Ich will nur mal etwas zitieren, was in Orlando passiert ist. Wir setzen uns genauso ein für die Schwulen und für die Lesben und für die Jesiden und wer es so alles gibt, der wirklich vom IS oder von merkwürdigen anderen Menschen attackiert wird. Vor einigen Tagen gab es einen Artikel im Tagesspiegel von Ahmad Mansour. Er ist Psychologe und Programmdirektor European Foundation for Democracy. Er hat etwas Wunderbares geschrieben, das möchte ich mal zitieren. Und zwar, Kreuzzüge, Inquisition und Hexenverbrennung hatten mit dem katholischen Glauben zu tun. Und jetzt weiter, sein Fazit. Der normale Islam muss sich mit seinem Reformstau auseinandersetzen. Wir können doch nicht alles unter den Teppich kehren. Wir sagen nein, die Muslime sind alle nett und gut, sind sie nicht. Wenn wir jetzt die Zahlen hören, dass 70% so sozialisiert sind, dass sie Juden und Israel hassen, dann kann man nicht einfach nur schweigen und sagen, tja, mal sehen, was da wird. Ich habe keine Lust zu warten, also Mittelalter ist schon lange her. Und ich habe keine Lust zu warten, dass die nächsten 300, 400, 500 Jahre vergehen müssen, dass beim Islam sich etwas tut. Und wenn wir hier in Berlin, ich rede jetzt nur von Berlin, Imame haben, die Hasspredigen machen, warum werden die bitteschön nicht sofort verurteilt? Wieso werden sie nicht des Landes verwiesen? Das fehlt mir hier. Frau Tecker, das Stichwort Jesiden fiel gerade. Sie sind Jesidin, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch die erste Jesidin, die in Hannover oder in Niedersachsen einen Abschluss gemacht hat, so habe ich es jedenfalls im Hinterkopf. Die Parolen, die bei Al-Quds und bei ähnlichen Veranstaltungen geschrien werden, richten sich nicht nur gegen Juden, sondern auch gegen Jesiden, gegen Kurden, gegen all die, die angeblich abtrünnig im Glauben seien. Fühlen Sie sich genauso im Boot auf diese Weise? Ja, und vor allem fühle ich mich genauso betroffen. Also das ist verstörend, befremdlich und beängstigend, immer wieder. Also auch wenn ich diese Bilder gerade sehe. Und ja, wie soll es 1 Million Jesiden gehen? Einer kleinen Minderheit, die durch den IS-Terror, den barbarischen, 2014 ja überhaupt erst in Erscheinung getreten ist, weltweit, und zu trauriger Berühmtheit erlangt ist. Und was ich da ganz wichtig finde, ist, glaube ich, gerade was die Verbindung zu den Juden angeht, dass ich nicht nur von Antisemitismus sprechen würde, sondern von Antijudaismus. Ich will es konkretisieren deswegen, weil die Entmenschlichung von Menschen wegen einer anderen Religion immer die Vorstufe ist zum Völkermord. Und das haben die Jesiden und die Juden leider gemeinsam. Und es gibt Gründe dafür, selbstverständlich. Und ich glaube, wir haben eingangs eben auch gehört, warum wir uns auch in der hiesigen Gesellschaft damit auseinandersetzen müssen, weil all die Probleme importiert werden hierher und weil die Kinder, wir haben die Kinder gesehen,
indoktriniert werden. Es wurde eben bereits erwähnt, aber das Gefährliche daran ist, dass wir dabei tatenlos zusehen, obwohl wir es nicht müssten. Denn es geht darum, dass es familienpatriarchalische Strukturen sind, islamisch dominiert, die das sozusagen fortsetzen, die ihre Kinder nicht aufklären, sondern sie mit Vorurteilen erziehen. Und wir haben auf der anderen Seite leider auch Verbände, die ihrer Verantwortung dahingehend nicht gerecht werden. Sie hätten aus meiner Sicht die große Aufgabe, Antisemitismus zu bekämpfen und im Keim zu ersticken. Aber leider passiert gegenwärtig das Gegenteil. Das heißt, ich als Journalistin beispielsweise stelle fest, wenn ich mit Jugendlichen spreche zum Thema IS, dass behauptet wird, dass das israelische Geheimdienste sind, die hinter dem IS stecken. Und das Gefährliche daran ist, die kollektive Aneignung der Opferrolle, also auch seitens der Muslime. Das heißt, die mangelnde Kritikunfähigkeit in allem, was im Namen des politischen Islams begangen wird. Und das ist natürlich etwas, was uns fassungslos macht, auch als Jesiden, als Minderheit in der Minderheit, als Kurden und Jesiden. Und was wir noch gemeinsam haben mit den Juden ist, dass Jeside ein Schimpfwort ist. Und nicht erst seit 2016, sondern seit Gedenken. Also wenn ich mir die Geschichten meiner Großeltern vergegenwärtige, oder dass man bei Jesiden nicht essen darf. Und das ist das, was ich eben so gefährlich finde und wo ich sage, wir begehen unterlassene Hilfeleistung, wenn wir uns dem nicht entgegenstellen. Verbote sind immer schwierig, auch in der hiesigen Gesellschaft, aber es geht darum, was auszutrocknen und sozusagen auch Gegenspieler darzulegen und das Problem nicht kleinzureden. Es ist da und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und was können wir tun? Das ist ja die große Frage. Es geht darum, auch Gedächtnis und historische Erinnerungskultur in den Schulen, gerade auch bei Schülern mit Migrationshintergrund, noch mal neu zu hinterfragen. Es geht darum, auch den Nahostkonflikt in die Unterrichtsfächer zu bringen. Und es geht darum, auch die Islamverbände da in die Pflicht zu nehmen, die immerhin von rechtsstaatlichen Mitteln finanziert werden, die im Grunde genommen für die Integration zuständig sind, aber das Gegenteil machen. Und das können wir nicht gutheißen. Das heißt, wenn wir wollen, haben wir Mittel, um das zu verhindern, was wir gegenwärtig erleben. Wir stellen fest im Zuge der Globalisierung und Völkerwanderung, dass der Terror keine Religion und keine Herkunft kennt. Das heißt, die jesidische Seite in mir, die vor 2 Jahren betroffen war, auf der anderen Seite ist die Deutsche jetzt auch wieder mit betroffen durch die Angriffe, die wir erleben. Und was wir auf der Demonstration gesehen haben, war eine Plastikpuppe. Bei den Jesiden waren es echte Babys. Es waren Säuglinge, die in den Sinjar-Gebirgen verelendet sind, ausgetrocknet sind. Es sind fast biblische Bilder. Und wir reden in dem Zusammenhang von Kannibalismus. Es geht um die Zerfleischung von Kleinkindern im Beisein der Eltern. Es geht um Massenvergewaltigung im Namen einer Religion. Und mir fehlt im Grunde genommen auch die Stimme der säkulären Muslime. Also warum geht man sozusagen fürs eigene auf die Straße? Aber wo sind die Muslime, die auf die Straße gehen, wenn der IS ihre Religion vergewaltigt und nicht nur unsere Frauen? Darf ich da mal einmal einhaken? Weil Sie beschreiben ja eigentlich auch Zuwanderer, bei denen Sie auch recherchiert haben, die aus einer judenfeindlichen Umgebung kommen, wird ja oft davon, die sozusagen Antisemitismus mit der Muttermilch aufgesogen haben, häufig auch ohne weiter tiefer darüber nachzudenken. Auch, dass der Holocaust nicht stattgefunden habe, gehört sozusagen zum Common Sense. Da wird nicht hinterfragt. Haben Sie die ehrliche Hoffnung, dass Kinder, Jugendliche aus dieser Umgebung durch Schule, durch äußere Einwirkung, durch Politik im Denken verändert werden können? Wenn ja, wie? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist und dass wir die Hoffnung da nicht aufgeben dürfen. Im Gegenteil, es geht um den Aspekt während den Anfängen. Es geht um Bildung vom Bildenden. Wir treffen auch auf viele Lehrkräfte, die überfordert sind. Auch mit den Kindern selber, aber letztlich auch mit dem Lehrstoff und mit der Welt, die gerade wackelt, in der wir uns alle letztlich ja befinden und an Überforderung grenzen. Aber das dürfen wir selbstverständlich nicht aufgeben. Und ich würde die Kinder erstmal als unbeschriebenes Blatt deuten. Und es geht darum, das sozusagen zu füllen und da auch unserer Aufsichtspflicht nachzukommen und auch in die Elternhäuser konkret reinzugehen, also eben keine No-Go-Areas und Parallelstrukturen zuzulassen. Es ist nun mal Fakt, dass da auch in 2 verschiedenen Welten gelebt wird, dass natürlich auch über die Satelliten und arabischen Sender im Ausland Judenfeindlichkeit natürlich noch mal populistisch verstärkt wird. Und es geht darum, dass wir die Menschen konfrontieren. Wir haben über Ahmad Mansour gerade gesprochen. Er ist auch deswegen ein tolles Beispiel, weil er selber Antisemit war, so lange, bis er selber Juden begegnet ist. Ja?
Und es geht um die Macht der Begegnung dahingehend. Und ich glaube schon, dass wir da politisch und auch gesamtgesellschaftlich Möglichkeiten haben, Menschen da zusammenzubringen und zu hinterfragen und das nicht so hinzunehmen. Also gerade in den sozialen Medien, wo ein Vakuum entsteht, wo Hassprediger das super bespielen, aber wo wir denen eben auch die Handhabe geben. Also es geht auch darum, Hassprediger zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie sozusagen verunglimpfen. Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen. Ich habe für das ZDF einen Film gemacht zum Thema Kindersoldaten. Zu diesem Zeitpunkt gibt es 1000 jesidische kleine Jungs im Alter von 4 bis 10 Jahren, die vom IS gegen ihr eigenes Volk ausgebildet werden, indoktriniert werden, 5-mal am Tag beten müssen. Und ich habe darüber einen Beitrag gemacht. Und ein türkischer Staatsbürger, der hier in Deutschland lebt, hat daraus sozusagen verfälschte Aussagen getroffen und hat dann so getan, als wenn das Kinder wären, die von der PKK zu Kindersoldaten gemacht werden. Und ich kann nichts dagegen tun. Also ich will nur damit sagen, also es geht ja auch darum, was haben wir für rechtliche Handhaben? Inwieweit geht das durch, wenn wir Leute sozusagen auch wegen Volksverhetzung anzeigen wollen? Wie werden wir da unterstützt? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da eben auch Unterstützung erfahren. Nicht nur als Jesiden, als Menschen. Und das haben wir nun mal alle gemeinsam. Frau Süskind, bei dem Stichwort Verfolgung durch den Staat, aber auch bei dem Stichwort, wie kann man auf Jugendliche möglicherweise einwirken. Zunächst einmal das erste Stichwort. Wie ist Ihre Erfahrung bei der Verfolgung von Straftaten wie Volksverhetzung hier in Berlin? Wir beraten uns ja immer erst schon mal, ob ist das überhaupt machbar, können wir dagegen etwas tun? Und wir machen ja nur eine Strafanzeige, wenn dann gesagt wird, ja, es hätte vielleicht Erfolg. Dann machen wir das. Aber bis dato haben wir eigentlich nicht so gute Erfahrungen, denn es gibt immer irgendwelche Gegenpole, die dann nicht mehr dafür sprechen, sodass wir nichts machen können. Und das ist etwas, was eigentlich frustriert. Tagtäglich kriegt man irgendwas ins Gesicht geschrien oder wir haben ja Monitoring bei uns im jüdischen Forum jeden Tag und jeden Tag passiert etwas, leider Gottes. Und wenn Sie denn sehr, sehr wenig tun können, dann ist das noch frustrierender. Und dennoch, wir geben ja die Hoffnung nicht auf. Ich meine, wir vom Jüdischen Forum haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, das heißt Vorurteile abbauen, wo wir in die Schulen gehen, wo wir mit den Kindern, mit den Lehrern auch sprechen. Und das ist, diese kleinen Schritte sind es eventuell, die ein klein wenig Hoffnung bringen. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, im Augenblick bin ich ziemlich frustriert und ich frage mich, wozu mache ich das alle oder wozu machen wir das alles? Weil unterm Strich im Augenblick so sehr viel nicht rauskommt, weil die Sorgen woanders liegen, bei den Flüchtlingen und. Deshalb sind unsere Probleme noch mehr in den Hintergrund geraten. Herr Lehrer, Sie, wenn ich recht informiert bin, waren Sie in der vergangenen Woche auch beim Fastenbrechen unter anderem mit muslimischen Vertretern von wahrscheinlich den Gruppierungen, die Frau Ticker gerade ansprach, wo aus Ihrer Sicht jedenfalls zu wenig geschieht, um gegenzuwirken. Was ist Ihr Eindruck? Wird dazugehört? Nimmt man einfach nur die Hände in die Hand und sagt, da können wir nichts tun? Was ist Ihr Gefühl, wie diese Verbände darauf reagieren? Der Vorwurf, die Aufforderung an die muslimischen Verbände, sich noch deutlich stärker zu artikulieren, zu positionieren, ist, ich sag mal, relativ alt. Je mehr Druck auf sie ausgeübt wird, ist mein Eindruck, desto mehr Äußerungen, desto mehr neue Positionen beziehen sie. Wenn ein Vertreter eines muslimischen Verbandes Entschuldigung, zu mir kommt und sagt, ich habe die Idee, ich möchte gerne mit euch zusammen eine Veranstaltung oder mehrere Veranstaltungen bundesweit durchführen, dass wir ihr die Zeitzeugen besorgt, was die Shoah, den Holocaust angeht, und wir besorgen die Flüchtlinge und dann sollen die Zeitzeugen den Flüchtlingen etwas über diese Zeit erzählen. Aus erster Hand sollen die Leute beeindruckt werden. Muss ich sagen, finde ich natürlich eine tolle Idee. Ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt, aber es ist ein erster Versuch, ein erster Ansatz. Insofern werden wir mit Sicherheit nicht Nein sagen. Aber dass es zu so einer Idee von muslimischer Seite gekommen ist, von einem muslimischen Verband gekommen ist, ist in meinen Augen nur darauf zurückzuführen, dass immer wieder, dass die Politik, dass dieses Haus hier den Verbänden sagt, ihr müsst euch mehr positionieren, ihr müsst mehr Dinge übernehmen, die
dieses Land, die Werte dieses Landes ausmachen. Wenn ich dann einen jungen Mann beim letzten Fastenbrechen von der Frau Staatsministerin Özus kennengelernt habe, der auf einer Israelreise dort ganz klar gesagt hat, ich als Muslim, wenn ich Deutscher bin, dann muss ich die Werte, dann muss ich die Shoah übernehmen und ich muss sie vertreten. So eine Aussage hört man von jungen Menschen, kann ich nur sagen, bisher ist das der einzige Fall, den ich kenne, der so klar und deutlich gesagt hat, für mich ist die Shoah, für mich ist der Holocaust ein Teil meiner Geschichte. Ich übernehme das und ich vertrete das und ich vertrete es auch nach innen. Das macht er auch. Ich sage mal, insofern ist das glaubhaft. Aber noch einmal, um Ihre Frage zu beantworten, die muslimischen Verbände brauchen in meinen Augen immer relativ viel Druck, damit sie Positionen beziehen, die man, ja, wie soll ich sagen, von ihnen erwartet oder die absolut notwendig sind. Herr Haldenwang, Sie sprachen eben von den Salafisten, unter anderem, die recht erfolgreich unter Jugendlichen werben. Es gab auch Gerüchte darüber, dass konkret zu diesem Al-Quds-Tag jetzt in Berlin am Samstag in Flüchtlingsheimen rekrutiert worden sei, oder zumindest geworben worden sei dafür. Erstens, stimmt das? Und zweitens, was macht diese Salafisten offenbar so erfolgreich unter Jugendlichen? Ja, der Verfassungsschutz beobachtet natürlich die Entwicklung in den vergangenen 2 Jahren mit großer Intensität, das Bundesamt gemeinsam mit den Landesämtern. Und wir haben festgestellt in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr, dass natürlich islamistische Kräfte oder gerade auch salafistische Kräfte hier in Deutschland die Flüchtlinge als eine neue Zielgruppe für sich entdeckt haben und anscheinend dort Personenpotenzial für ihre Ideologie gewinnen wollen. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass wir also inzwischen schon mehr als 300 ganz konkrete Anwerbeversuche von Islamisten, Salafisten in Flüchtlingsunterkünften wahrgenommen haben. Oder eine andere Tendenz, dass wir allein 90 arabischsprachige Moscheen kennen, die also auch versuchen, Flüchtlingsarbeit in Anführungszeichen zu machen, die also Angebote für Flüchtlinge machen, Hilfe in alltäglichen Lebenssituationen, so werden dann die Flüchtlinge dorthin geködert, Dolmetscherdienste, Hilfe bei Formular ausfüllen, aber natürlich auch das Angebot bei uns, könnt ihr eure Religion ausüben, da kommt natürlich vor allen Dingen zum Tragen, die meisten der Flüchtlinge sind arabischsprachig und hier haben wir es eben mit 90 Moscheen zu tun, in denen eben auch Arabisch gesprochen wird, dann ist das natürlich erstmal ein Angebot, was man annimmt, die Religion dort ausüben zu können. Und dann ist natürlich das weitere Ziel bei solchen Gelegenheiten dann eben Nachwuchs zu rekrutieren. Ob jetzt konkret für den letzten Al-Quds-Tag auch geworben worden ist, kann ich noch heute nicht sagen. Das wird alles noch ausgewertet. Aber es würde ins Muster passen. Ich möchte aber vielleicht dann doch noch sagen, wie gehen jetzt die Flüchtlinge bisher mit diesen Anwerbungen oder mit diesen Kontaktaufnahmen um? Das ist an sich eine interessante Wahrnehmung. Man muss ja auch mal sehen, die meisten Menschen, die sich dort befinden, die sind vor den Gräueltaten des IS geflohen. Die sind vor dieser menschenverachtenden Ideologie geflohen hier nach Deutschland in der Hoffnung eben auf ein friedliches Dasein. Und wenn die dann auf einmal wieder mit dieser Ideologie konfrontiert werden, wirkt das häufig zurzeit noch sehr abschreckend. Also bisher scheint also diese Rekrutierung noch nicht so richtig zu verfangen. Wir machen uns aber große Sorge, ob das nicht auf einer längeren Zeitstrecke sich dann auch anders wieder entwickeln kann. Wenn nämlich die Erwartungen der Flüchtlinge, die sie hier an ein Leben mit Deutschland verknüpft haben, sich nicht so schnell erfüllen, wenn diese Erwartungen vielleicht in Teilen enttäuscht werden, dann könnten sie in der Tat dieses Rekrutierungspotenzial für islamistische Bewegungen darstellen. Durch aktuelle Zahlen ist auch nochmal in Frage zu stellen, ob denn der Wunsch, die Flüchtlinge, die jetzt zu uns gekommen sind, durch Arbeit zu integrieren, in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, scheint ein bisschen in die Ferne gerückt zu sein, weil viele offenbar doch nicht erstens von den Firmen so angeworben werden und zweitens möglicherweise auch gar nicht so qualifiziert sind, wie viele gehofft haben. Gibt es da
Hinweise darauf, wie weit eine solche Integration, das ist vielleicht auch mal eine gesamte Runde gefragt, wie viel Aussicht diese Integration durch Arbeit haben könnte? Vielleicht Frau Süßkind? Ich glaube, die Flüchtlinge, die wir jetzt hier haben, da heißt es, so schnell wie möglich unterbringen. Und zwar nicht nur in diesen schrecklichen Massenunterkünften, sondern wirklich in Bereichen, wo sie ihre Individualität tatsächlich haben. Und dazu gehört es auch selbstverständlich, dass sie nicht rumsitzen müssen, gar nichts tun dürfen teilweise sogar, dass man sie, wenn es geht, so schnell wie möglich in eine Arbeit hineinbringt. Nämlich das gibt ihnen wieder Selbstverständnis und es gibt ihnen wieder ein wenig Auftrieb. Nämlich jetzt, wie sie teilweise zum größten Teil hier vegetieren müssen, auch in Berlin, das ist eine Schande und eine Zumutung. Und da muss man alles versuchen, was in unseren allen Kräften steht allerdings, sie willkommen zu heißen und sie hier auch ein liebenswertes und ein lebenswertes Leben zurückzugeben. Ansonsten haben wir nur noch Extremisten hier und dann ist unsere Demokratie total gefährdet. Gibt es denn dafür, das ist ja immer wieder aufgetaucht, auch Programme an Schulen, die Lehrenden besser auszubilden, gibt es dafür aus Ihrer Sicht genügend Geld, genügend Programme, braucht es mehr? Was kann Politik da konkreter tun? Oh, Politik kann eine ganze Menge tun. Wir haben ja gerade so eine Studie gemacht, Israel in Schulbüchern zum Beispiel. Das wird teilweise so falsch und so ungerecht dargestellt. Und wenn ich Schülern diese Bücher gebe, die ziehen daraus Fazit, Israel ist ein schlechtes Land, die Juden sind schlecht, wir müssen Juden hassen. Sie kriegen ja da durch unsere Schulbücher tatsächlich noch etwas geliefert. Und wenn wir denn zum Beispiel das Tannhauser-Modell, das ist von der Bundesfamilienminister, glaube ich, herausgegeben, das ist Deutsch für Ausländer, also Deutsch für unsere Geflüchteten. Wenn ich dann lese, dass es hier selbstverständlich Kirchen gibt und dass es hier auch selbstverständlich Moscheen gibt, und wo ist der Rest? Wir haben so viele andere Religionen, die hier in Deutschland vertreten sind. Erwähne es, mach es doch. Steht dort ein Wort, dass es auch Lesben und Schwulen hier gibt? Nein, aber das Grundgesetz ist dann auf Arabisch übersetzt. Damit können die so herzlich wenig anfangen, wenn wir nicht sagen, was das beinhaltet. Und wenn wir weiter so machen, dann sollen wir uns nicht wundern, wo wir landen. So deprimiert bin ich leider. Frau Thekel, Sie haben in Ihrem Buch beschrieben, dass genau das stattfinden muss, dass Deutschland, das Buch heißt Deutschland ist bedroht, dass genau diese Werte, die Deutschland ausmachen, aktiv vertreten werden müssen und wenn ich es richtig verstanden habe, auch durch ein entsprechendes Aufnahmeritual für Flüchtlinge, für Zuwanderer beschrieben werden soll. Können Sie das einmal erläutern? Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht dieselben Fehler machen wie vor 45 Jahren und dass wir die Zeichen der Zeit erkennen müssen und die Flüchtlinge, die ich jetzt genauso definieren würde, vielleicht erstmal, obwohl sie ein unsichtbares Gepäck dabei haben, wie Kinder, die vielleicht erstmal auch an die Hand geführt werden müssen. Und es geht darum, dass wir neben der viel beachteten Willkommenskultur eine Ankommenskultur da auch vermitteln und zwar so schnell wie möglich. Denn ich glaube, dass Menschen, die sich auf den Weg nach Europa machen und hier erstmals ein Bleiberecht bekommen und in Sicherheit sind, weil sie vor dem IS fliehen, die sind ja eigentlich nie offener, auch für einen Dialog und für eine Wertediskussion. Aber ich glaube, dass wir da auch bei allen Forderungen, die wir machen, selber versäumen, diese Forderungen zu konkretisieren. Und es geht darum, das ist hinlänglich bekannt, das sage ich immer wieder, weil ich es wichtig finde, dass die ersten 19 Artikel unseres Grundgesetzes aus meiner Sicht nicht verhandelbar sind. Aber es ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Denn wenn man das wirklich durchsetzen möchte, dann läuft man mittlerweile Gefahr, auch in der hiesigen Gesellschaft. Für Demokratie zu werben, habe ich manchmal den Eindruck, ist gefährlich geworden. Ja? Und es geht darum, dass wir selbstverständlich, wie es die Kollegin gerade auch gesagt hat, auch die gleichgeschlechtliche Ehe beispielsweise, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Toleranz, Religionsfreiheit, alles das, was da drin steht, auch vermitteln müssen und dass sich diese Menschen, die sich auf den Weg zu uns machen, sich damit auch auseinandersetzen müssen und damit leben können müssen, dass darf ich voraussetzen. Ja? Also es geht nicht nur darum, dass wir sozusagen gerecht werden, sondern auch, dass die Menschen, die hierher kommen, da mit einer werteorientierten Bildung sozusagen auch abgeholt werden müssen. Und ich würde es sogar vom Bleiberecht abhängig machen.
Denn ich weiß nicht, was soll ich denn mit Hasspredigern, die keine Lust auf mich haben? Es geht ja nicht darum, dass wir sozusagen ein Problem haben mit Menschen, die sich auf dem Weg hierher machen, unsere Hilfe brauchen. Das haben wir eindrucksvoll bewiesen. Die Bilder gingen um die Welt. Es geht um diejenigen, die uns nicht wollen und uns in Gefahr bringen. Und ich möchte künftig nicht von Hasspredigern regiert werden, ob aus dem rechten Lager, aus dem islamistischen Lager. Das Thema AfD ist hier noch gar nicht gefallen. Ich bezeichne das als böse Zwillinge. Es ist für mich genau dasselbe. Ich finde es unsäglich, dass da Abgeordnete dabei sind, wie jemand, der Gedeon heißt, der sozusagen auch vor dem Antisemitismus warnt und ihn als inneren Feind ausmacht und wir tun nichts dagegen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern. Ja. Es ist erstaunlich genug, dass die Gegner der Zuwanderer und Teile der Zuwanderer sich in Antisemitismus manchmal gegenseitig überholen. Aber Herr Lehrer, Sie wollten auch zu dem Stichwort was sagen. Herr Fehler, weil Sie haben vorhin gefragt, gibt es die Möglichkeit, in der Kinder-Jugenderziehung, ja, wie soll ich sagen, eine Umerziehung vorzunehmen. Ich glaube, ja. Das ist das, was der Zentralrat fordert. Es ist unsere Aufgabe, den Kindern, die aus Regimen, Syrien, Irak nenne ich nur wirklich als Beispiel, hierher gekommen sind und dort ein Radio, ein Fernsehen genossen haben, ob sie nun sagen, ertragen mussten, ist mir vollkommen egal, wo gesagt wurde, Israel ist der Erzfeind. Jetzt sind wir hier nicht in Israel, schieben wir das mal beiseite. Aber die auch dort groß geworden sind und Tag aus Tag eingehört haben, Juden sind Schweine, Juden sind minderwertig und all solche Dinge. Diese Aussagen prägen einen Menschen. Und wenn wir sagen würden, wir haben keine Chance, die Werte, die hier für uns in unserem Land, in Europa gelten, diesen jungen Menschen, diesen Kindern, diesen Jugendlichen zu vermitteln, dann hätte ich gesagt, dann macht es keinen Sinn, sie aufzunehmen. Weil dann, wie soll ich sagen, graben wir hier unser eigenes Grab wirklich. Aber ich glaube daran, dass es absolut Sinn macht, dass es die Möglichkeit gibt, diesen Kindern, diesen Jugendlichen etwas vor Augen zu führen, ergänzt um das, was an Programmen, nach denen Sie gefragt haben, vorhanden ist. Also die Integrationsprogramme sind mit Sicherheit gut und sinnvoll angedacht. Aber sie konzentrieren sich für meinen Begriff auf Erwachsene und wir brauchen spezielle Programme für die Kinder, für die Jugendlichen, die das ergänzen, was sie in den Sportvereinen, was sie in den Jugendeinrichtungen, was sie in der Schule erfahren, an Neuigkeiten kennenlernen und nur darüber haben wir den besten Dosenöffner, um an die Eltern heranzukommen und auch etwas bei den Eltern zu erreichen. Weil das, wenn die Kinder ihnen etwas nahe bringen oder ihnen etwas versuchen zu vermitteln, werden diese Menschen viel eher hinhören, als wenn, ich sag mal, die Propaganda von Deutschland so etwas ihnen versucht nahezubringen. Also wir brauchen Programme, spezielle Programme für die Kinder, für die Jugendlichen, die diese Werte, für die unser Land steht, diesen Kindern und Jugendlichen nahe bringt. Frau Berger, da spreche ich jetzt wieder das klassische Einwanderungsland an, in dem es offensichtlich viel, viel leichter ist, schon in der Schule einen täglich seinen Eid auf die Verfassung und auf den Staat, in dem man lebt, auszusprechen. Guckt man aus Amerika nicht manchmal eher an, belustigt auf ein Land wie Deutschland, das sich so strikt dagegen weigert, als Einwanderungsland zu gelten? Die Bedingungen mögen anders hier sein, aber in der Tat, ich glaube, USA zeigt, es ist möglich. Mhm. Und Deutschland ist seit längst ein Einwanderungsland. Also wir sehen das, wir belustigen uns nicht, aber es wäre gut, wenn Deutschland diese Realität mehr anerkennt. Ich glaube, viel ist getan in den letzten 10 Jahren, muss ich sagen. Mhm. Es ist jedenfalls die Anerkennung da, dass man viel mehr machen muss, um Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wie Lale Suskin gesagt hat, und wie Abby Lehrer gesagt hat, dass wir etwas in die Schulen machen müssen. Aber ich würde sagen, die Ankunft von so vielen Flüchtlingen auf einmal ist eine Chance. Und wenn diese Chance nicht benutzt ist, dann haben wir ein großes Problem. Es ist eine Chance, nicht nur diese jungen Leute, die Werten zu zeigen, aber wie gesagt war, alle Jugendliche, Israel in den Schulbüchern ist eine Katastrophe, was das Bild Israel ist. Das geht uns alle an, nicht nur die Flüchtlingskinder.
nutzen wir diese Gelegenheit hier, um zu sagen, wir müssen wieder vermehrt die Werte von dieser Gesellschaft alle Kinder beibringen, nicht nur die Flüchtlingskinder. Man braucht natürlich besondere Zugänge zu diesen Kindern. Was uns ein bisschen besorgt in der jüdischen Gemeinschaft, ist bislang kaum etwas da ist. Man sagte, das ist nur eine Ländersache. Andererseits, die ganzen Integrationskurse sind von BAM, von der Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es gibt Möglichkeiten, ich hoffe hier in die Politik, es gibt hier Bundestagsabgeordnete, dass man wirklich anfängt zu denken, was können wir tun in diese Klassen? Wie können wir helfen, dass diese jungen Leute, die indoktriniert sind gegen Juden, gegen Israel, verstehen, deutsch-israelische Beziehungen sind ein Teil von der deutschen Demokratie. Und ob man das glaubt oder nicht, man muss es akzeptieren, um hier zu bleiben. Das braucht viel mehr Arbeit. Darf ich Herrn Tamm vielleicht noch mal einmal aktivieren zu der Frage, wie viel davon ist eigentlich eine religiöse Frage? Oder ist das alles in Wahrheit nur vor dem Hintergrund einer vermeintlich religiösen Auseinandersetzung? Also, die Frage ist schwierig zu beantworten. Ist auch sehr rhetorisch, gebe ich zu. Ja, weil... Also ich habe von meinen israelischen Freunden und Kollegen gelernt, die Probleme, mit denen man konfrontiert wird, durch die Augen des Feindes zu sehen. Was nicht heißt, Verständnis für den anderen zu entwickeln, aber ihn zu verstehen. Ich weiß dann, wie mein Gegenüber tickt. Das machen die Kollegen in der Verbrechensbekämpfung und anderes mehr. Das ist in vielen Bereichen wichtig und notwendig. Und der IS oder die Kaida oder viele dschihad-terroristische Gruppierungen, die Bewegung, Einzelorganisationen, haben ein Selbstbild, was sie heute unter Nutzung der Informationstechnologie global jedermann zugänglich machen können und danach handeln. Und Sie haben ja, wenn Sie so wollen, wird ja heute nicht nur der sogenannte Dschihad real auf den analogen Schauplätzen, Kriegsschauplätzen dieser Welt geführt. Es gibt auch den elektronischen Dschihad, der E-Dschihad, der im Netz stattfindet. Die großen Gruppierungen, ob Al-Qaida, also sagen wir nur als Beispiel die Fusionierung des saudischen und des jemenitischen Zweiges der Qaida, haben ein Online-Magazin herausgebracht. Der Islamische Staat hat sofort nach der Proklamation sein Online-Magazin Dabiq auf den Weg gebracht, was mittlerweile in vielen Sprachen, selbst Einzelausgaben in Deutsch, für jedermann zugänglich sind, wo die komplette Ideologie dargestellt wird, das Selbstbild transportiert wird, aber eben auch der Dschihad für jedermann dargestellt wird. Die große Gefahr, die ich sehe, also sind zwei Aspekte eigentlich. Für mich ist das, was passiert, die größte sicherheitspolitische Herausforderung dieses Jahrhunderts. Denn wenn ich nur den IS nehme, mache ich mir Gedanken darum, was hat er in wenigen Jahren geschafft, dass roundabout 30.000 Foreign Fighters aus 115 Ländern dieser Welt, bei 193 Staaten dieser Welt mittlerweile dort sind. Es gibt keinen Kontinent, der davon mittlerweile nicht verschont wäre. Wir haben Riesengruppierungen, Tausende aus Europa, Tausende aus Russland und den zentralasiatischen Republiken, Tausende aus den muslimisch-arabischen Ländern und, bis ganz kleinste Kontingente. Die Welt hat den IS den Krieg erklärt, der hat der Welt den Krieg erklärt, namentlich der Türkei, auch ganz symbolisch. Das neue Kalifat hat dem Staat den Krieg erklärt, der das alte Kalifat vor über 90 Jahren abgeschafft hat. Bis hin zu den jüngsten Anschlägen in Istanbul. Der IS hat Russland den Krieg erklärt, hat den USA den Krieg erklärt, hat Israel den Krieg erklärt. Überall entweder bekennt er sich oder dockt an
und nimmt für sich wahr, wie jetzt jüngst in Bangladesch, an Terroranschlägen beteiligt gewesen zu sein. Aber selbst wenn morgen das Kalifat nicht mehr existieren würde, hat der IS in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Schlachten in den Köpfen junger Leute gewonnen. Mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und das ist eine Nachhaltigkeit, die eine ganze Generation bewegt. Nicht nur, das ist kein deutsches Problem. Und wir können, ich kann auch immer nur sagen, das ist auch, wer die Jewish Community angreift, wer Israel angreift, der, das, für mich ist das ein Seismograph, wie weit man eigentlich die Gesellschaft mittlerweile angreift. Man, auf was warten wir sozusagen, frage ich mich noch, wahrscheinlich hier in Deutschland, um es ganz böse oder hart zu formulieren, wird hier wahrscheinlich in der Terrorbekämpfung erst dann wieder einiges neu bedacht, wenn Leichenteile aus dem öffentlichen Nahverkehr gezogen werden. Wenn wir betroffen sind, wir leisten uns viele Diskussionen vor dem Hintergrund der Nichtbetroffenheit. Wir würden ganz gerne die Diskussionsrunde ein bisschen für Sie eröffnen, denn wir sprechen ja viel von Demokratie. Darf ich vielleicht mal ein Herr dort hinten, vielleicht ans Mikrofon, das wäre ganz praktisch, dann müssen Sie nicht so schreien. Und Sie müssen dann einmal drücken, höre ich gerade, und sich vielleicht ganz kurz vorstellen. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jörg Renzmann, ich bin Vorstand des Medis Freedom Forum in Berlin. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Konnemann, erstmal herzlichen Dank für die sehr wichtige, informative Veranstaltung heute hier. Und ich habe eine Frage an Herrn Haldenwang vom Verfassungsschutz, was die Erkenntnisse nochmals zur Hisbollah angeht, wenn Sie sich auch mit dem Innenminister abstimmen. Wieso argumentiert man eigentlich, dass es zwei verschiedene Flügel dieser Organisation geben soll, wenn ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil 2015 festhält, dass diese Unterscheidung, Stichwort Verbot des Waisenkinderprojektes Libanon, gar keinen Sinn macht? Ja, wir beobachten diese entsprechenden Strukturen sehr genau. Ich sagte es auch schon, und wir müssen uns natürlich auch im Detail anschauen, wer verhält sich da wie, wo ist eben dieses verfassungswidrige Vorgehen einzelner Mitglieder. Und insofern müssen wir sicherlich auch innerhalb von Gruppierungen nochmal differenzieren. Zurzeit ist es eben so, dass wir ein Verbot des Waisenkinderprojektes haben und ein weiteres Verbot eben noch darüber noch nicht entschieden ist. Und ich kann nur noch mal sagen, dass wir eben die weitere Entwicklung eben sehr genau im Blick haben und mit dem Bundesinnenministerium abstimmen, wie weiter vorzugehen sein wird. Vielleicht müssen wir dann trotzdem angesichts der Zeit ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Die Dame hier vorne. Ich sehe Sie. Danke. Ja, ich denke ja. Genau. Wenn es leuchtet, ist an. Ja, ich wollte mich sehr herzlich bedanken bei allen Rednern, bei dieser Organisation. Es war sehr, sehr wichtig und trotz der manchmal deprimierenden Zustandbeschreibungen doch hoffnungsvoll, dass sich Dinge ändern werden und dass man da jetzt mehr weiß. Was mich als normalen Bürger, normale Bürgerin immer bedrückt, ist, dass die Justiz sehr oft sehr nachlässig oder sehr milde urteilt, wo eigentlich die Urteile eindeutig, schnell und entschieden gefasst, gemacht werden sollten. Es wurde schon die Frage gestellt oder die Forderung gestellt, dass man kriminelle Zuwanderer, die noch nicht einen Asylantenstatus haben, entsprechend des Landes verweist und so weiter, wenn sie etwa terroristische Verbindungen haben.
Ich habe gehört, dass es sehr schwierig ist, eine Ländersache, und in einem Land klappt das, im anderen nicht. Und wir sind nach wie vor gefährdet, weil diese Leute da sind. Danke. Gut, ich nehme das mal als Statement, gebe dann aber weiter für eine weitere Frage, der Herr. Danke. André Freud, Vorsitzender DEG in Nürnberg und Mittelfranken und jetzt auch Geschäftsführer der israelischen Kultusgemeinde in Nürnberg. Wir hatten, Frau Konnemann, Sie haben es angesprochen, auch in Nürnberg, diesmal am Freitag den Al-Quds-Tag. Warum die das so gemacht haben, weiß ich nicht. Und wir haben da erlebt, wir haben eine Gegenveranstaltung gemacht, freundlich, nett. Wir haben erlebt, dass wir in den Eliten der Gesellschaft, Presse, Parlamentarier, Polizei, Ordnungsamt, überall sehr gut wahrgenommen werden, unterstützt werden. Das Problem haben wir dann eher, wenn wir in der Fußgängerzone stehen und dann mit der Masse Mensch beschäftigt werden, die vom Nahostkonflikt gar nichts weiß, die aber einfach anfängt, irgendeine Meinung zu entwickeln, ohne eine Ahnung zu haben. Und ich glaube, wir sind ganz falsch beraten, wenn wir versuchen, reaktiv zu handeln. Wir müssen auf die Propaganda der Dschihadisten, des IS, von Al-Qaida und so weiter versuchen, eine Antwort zu finden, und die kann nicht im akademischen Diskurs bestehen. Mir waren jetzt hier auch erfreulich klare Wortmeldungen. Ich möchte ausdrücklich dafür danken. Es war schön, es waren klare Wortmeldungen. Im öffentlichen Diskurs erlebt man aber oft eher etwas weiche Formulierungen, die viel von unserer lebensnotwendigen Sicherheit auf Hoffnung setzt, was nicht funktionieren kann. Wir müssen wirklich konkrete Sachen machen. Und im Zweifel gehört auch immer das Nein-Sagen dazu. Und deswegen möchte ich auch der Frau Teckerl noch mal ganz deutlich dafür danken, dass sie gesagt hat, wer nicht mitmachen kann, der kann auch nicht mitmachen. Das gehört dazu. Dankeschön. Danke auch. Es wäre nett, wenn Sie vor allem eine Frage stellen könnten. Der Herr hat sich ganz früh gemeldet. Mein Name ist Klaus Faber, ich bin Vorsitzender des Koordinierungsrats Deutscher Nichtregierungsorganisation gegen Antisemitismus. Wir haben auch Verbände als Mitglieder, die mehrheitlich Muslime haben, zum Beispiel die kurdische Gemeinde Deutschland. Die haben nicht nur Muslime als Mitglieder, sondern zum Beispiel auch Jesiden, das wissen Sie. Aber die sind nicht so, wie das in der Diskussion beschrieben wurde, alle Antisemiten oder sind überhaupt nicht Antisemiten und sie gehören, obwohl sie eine muslimische Mehrheit haben, nicht zu denen, die mehrheitlich unter den Muslimen antisemitisch oder antizionistisch sind. Ich wollte es nur erwähnen, weil es solche Äußerungen gegeben hat. Es gibt auch Verbände mit muslimischer Mehrheit, die in Deutschland gegen Israel sind. Ich will eine spezifische Frage stellen zu einem Teil des Fachthemas insgesamt. Was ist zu tun? Was muss getan werden? Ich will einen Satz voranstellen. Meinungsfreiheit und Völkermordpropaganda haben nichts miteinander zu tun, jedenfalls nicht in einer Demokratie. Ein Land, das Mitglied in der EU werden will und aber Völkermordpropaganda zulässt und eine Berufung auf Meinungsfreiheit, kann nicht in die EU aufgenommen werden. Und das sollten wir auch in Deutschland in der Innenpolitik berücksichtigen. Und dahin geht auch meine Frage spezifisch. Es mag ja manchmal strittig sein, wen man als Angehörigen eines fundamentalistischen Islam ansieht und ansehen kann. Aber es gibt einige eindeutige Fälle. Und darunter zählt sicher Hisbollah. Da muss man nur Teile von Fernsehsendungen von Al-Manna, dem Fernsehsender, anschauen, was dort verbreitet wird. Das ist ein antisemitischer und antizionistischer, ein völkermordorientierter Sender. Und wir haben hier Hisbollah immer noch nicht verboten in Deutschland. Und wir haben einen Staat, die Islamische Republik Iran, die Hisbollah gegründet hat und weiter unterstützt und mit militärischer Ausrüstung versorgt und auch die gleiche Propaganda vertritt, auch in jüngster Zeit, auch in Richtung Völkermord. Weshalb gibt es da keine staatlichen Konsequenzen? Die Konsequenzen müssen überall gezogen werden. Darf ich dann dieses als Frage übernehmen? Ich stelle sie als Frage insbesondere an die hier anwesenden Mitglieder.
der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der ich sehr danken will für die Veranstaltung, die ich sehr gut finde. Aber auch an Sie alle auf dem Podium. Warum wird in Deutschland nicht Hisbollah verboten? Warum sorgt die deutsche Bundesregierung nicht dafür, dass das Verbot auch in Europa ausgesprochen wird? Jetzt muss ich auch nicht entscheiden. Was, ja. Letzte Frage, was macht die Bundesregierung gegenüber der antisemitischen und antizionistischen Islamischen Republik Iran? Kann sie sich so verhalten, ohne Sanktionen, so verhalten, wie sie es zurzeit tut? Danke. Vielleicht kann ich ganz kurz etwas dazu sagen, weil AJC eine global tätige Organisation ist. Wir finden auch, Hisbollah soll auf EU-Ebene als gesamtterroristische Organisation aufgelistet sein und nicht nur die militärische Flügel. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass es nicht möglich ist. Empfindlichkeiten über, wie geht man mit Hisbollah, was in der Regierung in Libanon ist, aber im USA finden wir das kein Problem. Es ist wichtig, Terror als Terror zu ernennen und aller Druck, was Sie hier machen können, wäre gut und alle Abgeordneten, die noch hier sind, das wäre wirklich toll, wenn Deutschland, gerade Deutschland innerhalb der EU, so einen Meinungswandel zu diesem Thema führen könnte. Ich glaube, das ist angekommen, auch dieser Wunsch von der Runde. Jetzt hat da vorne noch eine Wortmeldung. Ja, mein Name ist Eberhard Schwarz und erstmal herzlichen Dank an Frau Kohnemann und Herrn Mayer für diese tolle Veranstaltung, für das Fachgespräch. Also das ist beeindruckend. Mir ist nicht bekannt, dass es irgendeine andere Partei in so einem Format macht. Was jetzt das Fachgespräch betrifft, da ist ja die Frage nachher, was können wir tun, was müssen wir tun? Und da bin ich doch ein bisschen enttäuscht von Herrn Hallezwang, der zunächst vom Moderator gefragt wurde, ganz konkret, zunächst ging es um die Alt-Quds-Demo, ganz konkret, wer sind denn nun diese 800 Leute, die dort laufen? Und sie antworten ganz allgemein, kommt zu Lies, zu Salafisten, das sind auch böse Jungs, aber die haben mit der Alt-Quds-Demo nichts zu tun. Und da wünschte ich mir schon, dass der stellvertretende Vorsitz oder vom Verfassungsschutz uns da mehr an die Hand gibt. Wissen Sie, dass Jahr für Jahr nach Berlin mehrere Busse vom Islamischen Zentrum von Hamburg nach Berlin kommen und diese Demonstration mit Menschen auffüllen? Und wissen Sie, dass das Islamische Zentrum in Hamburg einen Staatsvertrag mit der Stadt Hamburg hat und mit denen verhandelt? Und das ist ja ein Punkt, wenn Sie so eine Information uns geben, da kann man ja sofort was tun. Also ungestraft seit Jahren halten am Adenauerplatz mindestens 2 Busse, manchmal 3, mal 50, sind schon 150 Leute, die das Islamische Zentrum, es kostet ja auch was, hierher zu kommen, und die Leute zu mobilisieren, die hier über den Kudamm laufen. Und da denke ich, bei so einem Fachgespräch nutzen uns nicht allgemeine Sachen, dass die Lies-Salafisten böse Menschen sind, sondern sowas aufzugreifen und dann auch die Stadt Hamburg darüber zu informieren und sowas einzustellen. Darf ich das dann als Ihre Frage nehmen? Ja. Denn ich glaube, dazu möchte Herr Haldenmann gerne etwas sagen. Ja, gerne nehme ich dazu Stellung. Natürlich beobachtet nicht nur das Bundesamt für Verfassungsschutz, sondern vor allen Dingen dann auch hier in Berlin das zuständige Landesamt diese Demonstration sehr genau. Und natürlich schauen wir uns auch sehr genau an, welche Personen nehmen teil und welche Zusammenhänge gibt es da mit uns bekannten Organisationen. Nur leider ist das Bundesamt für Verfassungsschutz eben ein Nachrichtendienst, manche sagen auch Geheimdienst. Und das hat zur Folge, dass ich eben leider hier Ihnen nicht alle diese zahlreichen Details geben kann, sondern dass ich die an die zuständigen Stellen selbstverständlich nur zu gerne weitergebe. Und selbstverständlich sind wir da auch im Gespräch mit den zuständigen Stellen anderer Bundesländer, sofern es da Berührung gibt. Und wir geben auch entsprechende Hinweise dorthin weiter. Aber ich bitte sehr um Nachsicht, dass ich das eben nicht auf dem Markt tun kann. Und da muss ich eben leider auf einem etwas abstrakteren Niveau bleiben. Die Dame. Mein Name ist Barbara Witting. Ich war bis vor kurzem Schulleiterin des jüdischen Gymnasiums hier in Berlin. Und deshalb auch zu diesem Thema, was können wir tun? Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass man nur über Bildungsarbeit was überhaupt in Bewegung setzen kann. Ich denke, dass
unbedingt was passieren muss, damit die Falschdarstellungen und Verzerrungen in den Schulbüchern sich ändern. Und wie wir wissen, Verlage brauchen sehr viel Zeit. Ich setze mich mit vielen anderen dafür ein, dass es sehr bald Materialien geben soll, auch mit Hilfe des Zentralrats und der KMK, was man den Lehrern an die Hand geben kann. Denn die Lehrer sind in der Tat völlig überfordert an den Schulen. Sie haben die vielen Kinder aus allen möglichen Ländern, vor allen Dingen aus Syrien jetzt, da sitzen. Und es gibt nichts, mit denen diese Kinder über das Judentum oder über Israel aufgeklärt werden können. Es gibt ganz wenig Material, was wirklich brauchbar ist, wenn man sich die Schulbücher anguckt, katastrophal zum Teil. Und es wird lange dauern, bis es was Neues gibt. Ich bitte Sie alle herzlich hier, sofern Sie Einfluss haben, mitzuhelfen, dass wir da ganz schnell was entwickeln, und zwar für die Kinder und Jugendlichen, die jetzt in den Schulen sitzen und nicht erst ein Projekt, was in 10 Jahren verwirklicht werden kann. Vielen Dank für die Forderung. Achso, Verzeihung, Frau Konnemann? Nicht. Dann der Herr dort hinten. Dankeschön. Ja, mein Name ist Martin Patzelt, ich bin Bundestagsabgeordneter und ich habe nicht die Absicht, die Ohnmacht der Politik hier zu verkünden. Aber ich bin tief überzeugt, dass wir die Probleme, die wir hier heute miteinander diskutiert haben, tatsächlich nur in einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung lösen können. Und ich habe vieles, was ich aus dem Podium heute gehört habe, an Anregung und Erwartungshaltung, auch bezogen auf die Bürgergesellschaft. Und meine Frage geht ganz konkret an Sie, Frau Süskind. Welche Erfahrungen haben Sie denn eigentlich mit den Netzwerken? Welche Kooperationsmöglichkeiten, welche Bereitschaft in die deutsche Bürgergesellschaft hinein gibt es? Ich kann mir in meiner Fantasie einfach nicht vorstellen, dass wir diese Aufgabe bewältigen, die ja weit über Antisemitismusbekämpfung hinausgeht, die uns alle bedroht, das ist heute so sehr deutlich geworden, dass wir als Gesellschaft Bewusstsein schaffen müssen, vorangehen kommen, nicht nur in Schulbüchern, sondern eigentlich wird es zu einer Alltagsaufgabe. So bedrohlich sieht es eigentlich aus. Sie haben das auch noch mal sehr deutlich gemacht. Und meine Frage ist, wie können wir uns vernetzen und welche Erfahrungen haben Sie? Wir können uns ja immer nur mit Gleichgesinnten vernetzen und Gott sei Dank gibt es die Ratszahl doch eine ganze Menge. Das heißt, wir tun uns zusammen, wir tauschen uns aus, aber für meine Verhältnisse gibt es dennoch, es gibt zwar viele, aber immerhin leider Gottes immer noch zu wenig. Und alle diese Verbände versuchen ihr Möglichstes zu tun, nicht nur um gegen Antisemitismus zu treten, sondern selbstverständlich, wir wollen unsere Demokratie schützen. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist jeder von uns verloren, der nicht gerade salafistisch gesinnt ist. So sieht es nämlich aus. Und Sie haben völlig recht. Es ist schon 5 vor 12 oder 5 nach 12 letztendlich. Und wenn wir uns Mühe geben, ich rede jetzt von vielen Organisationen, aber auch gerade und wir vom Jüdischen Forum, ich sagte, wir haben dieses Projekt Vorurteile abbauen, wo wir in Schulen gehen. Das ist auf 5 Jahre angelegt. Wunderbar, prima. In 5 Jahren kann man eine ganze Menge tun. Man kann viele, viele Schüler und natürlich auch, wie du sagtest, Barbara, Lehrer erreichen. Aber das reicht ja noch lange nicht. Das heißt, wenn wir ein neues Projekt eingeben, ich verstehe mal nicht, warum. Erstmal, das wissen Sie alle gar nicht, wenn Sie ein Projekt haben und Sie kriegen 100.000 Euro im Jahr dafür, dann müssen Sie 30% selbst stemmen. Kriegen Sie mal bitte schön diese Finanzierung dabei. Ich kann immer nur dieselben Leute ansprechen und die können irgendwann nicht mehr. Ich verstehe es wirklich nicht, wenn ich mich für Demokratie in diesem Land hier einsetze, dass ich noch 30% irgendwo erschnorren muss. Das ist ein Unding sondersgleichen. Und wenn wir dann Projekte eingeben, es werden bestimmt viele Projekte eingeben. Ich sage nicht immer, dass unsere die besten sind. Garantiert nicht. Aber diese Projekte, die wir jetzt, oder das Projekt, das wir jetzt wieder eingegeben haben oder zur Förderung vorgestellt haben, es wurde abgelehnt. Ich weiß nicht, warum und wieso. Und ich möchte nur nicht, dass unsere Projekte gefördert werden, sondern viele, viele mehr. Je mehr Projekte es dieser Art gibt, wie du sagst, dass man mit Schülern, dass man mit Lehrern arbeitet, das ist das A und O überhaupt, was wir machen können. Was Besseres fällt mir wirklich nicht ein.
Guten Tag, mein Name ist Nana. Ich bin Praktikant bei EPA, Europe Israel Press Association, aber ich bin auch Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Meine Frage bezieht sich dahin, ich bin selber hier in diesem Land aufgewachsen und bin seit 1978 hier. Ich bin deutscher Staatsbürger und auch rumänischer Staatsbürger, aber ich möchte ehrlich sagen, ich habe mich immer gewundert, warum bezüglich jetzt dieser Problematik mit der Flüchtlingspolitik und auch mit der ISIS, warum man sowas nicht jetzt für alle Migrationsflüchtlinge, die aus den arabisch-muslimischen Ländern herkommen, dass man das verknüpfen tut, die Integration, auch, dass man das Thema Antisemitismus die Leute darauf anspricht, dass sie sich dementsprechend zu verhalten haben. Und da frage ich mich von der Regierung, Sie zum Beispiel, Herr Mayer, weil Sie ja von der Bundesregierung sind, warum diesbezüglich das nicht irgendwie mit verknüpft wird, dass man den Leuten, wenn man denen finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, dass sie zur Schule hier gehen können, dass sie hier eine Bildung kriegen, dass man denen dann aber bitteschön auch sagt, diese Hassparolen oder auch diese Hasspredigen oder wie auch immer, dass man das dann dementsprechend bestrafen tut oder sanktioniert. Weil es wird gefordert, dass die Leute sich für eine Integration mit einbringen müssen, dass sie eine Arbeit kriegen, dass sie eine Arbeit haben sollen. Dann sollte man dieses Thema auch, bitteschön, mit auf die Tagesordnung, mit auf die Agenda setzen. Und meine Frage bezieht sich an Frau Süskind, warum man nicht sowas wie eine Taskforce mit dem Zentralrat der Juden und auch mit dem Zentralrat der Muslime beim Bundeskanzlerin mal darüber auch sprechen tut, dass man das dann mal auch dort anspricht, dass die Bundesregierung bitteschön diesbezüglich auch mal was mit beiden Seiten das spricht, wie man das besser gemeinsam bekämpfen kann und besser auch gemeinsam dann auch den Willen zeigt, sprich, dass der Zentralrat der Muslime dann nicht jetzt die Opferkarte spielt, ah ja, wir sind die schlimm, wir sind die, so und so, sondern dass der von deren Seite auch dann jemand mit am Tisch sitzt, dass man das dann mal einen Plan aufsetzt. Dankeschön. Vielen Dank, aber weißt du was, es ist so, dass wir eigentlich darauf warten, dass man auch auf uns zukommt. Es ist ein Problem, das uns alle angeht und dann sollte wirklich eventuell mal ein guter Vorschlag jetzt, es wird ja einiges getan, aber dass die Bundesrepublik dazu einigt, den Zentralrat der Muslime, Zentralrat der Juden und, dass wir uns wirklich mal an einen Tisch setzen, weil so ein Brainstorming, da kommt eine ganze Menge raus, weil jeder sollte nicht nur den jüdischen Tunnelblick haben oder die muslimischen, sondern wir zusammen sind stark und das sollte man nutzen. Mein Name ist Traugott Vogtmann, ich bin Sozialpädagoge, Sozialarbeiter und arbeite seit 1990 als Streetworker. Streetworker sind die Leute, die in den Problemgebieten von Städten arbeiten, wie hier in Berlin, Cottbus Adorf, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, Entschuldigung, von Cottbus Adorf oder Hansaplatz oder dann auch Warschauer Straße. Und meine erste Frage ist, was sagt der Koran zum Antisemitismus? Also der Koran ist ja sozusagen die Quelle für den Islam und ich habe das Wort heute noch nicht gehört und ich studiere momentan den Koran sehr intensiv und bin erschüttert, was da manchmal so drinne steht und die Leute berufen sich ja auch immer auf den Koran. Das wollte ich einmal wissen, was sagt der Koran zum Antisemitismus? Dann den Satz von Erdogan, das habe ich von vor 10, 15 Jahren Politikern immer wieder geschrieben, wortwörtlich eingeprägt, sagte Erdogan, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette sind unsere Schwerter und die Moscheen sind unsere Kasernen. Also dieser Satz sagt eigentlich nicht alles und mit sowas verhandeln wir. Der soll die Flüchtlingsprobleme lösen, weil wir in Europa so erbärmlich schwach geworden sind. Und ich finde das einfach erschütternd, wie allgemein jetzt Europa oder wir auch in Deutschland immer schwächer werden, auch die Merkel. Und dass immer mehr andere Sachen uns beherrschen in diesem Land. Und dann einen Satz noch, oder das Buch von der Kerstin Heising, die das Buch geschrieben hat, Das Ende der Geduld, das ist die Richterin, die Jugendrichterin. Und ich empfinde, das Buch haben wir fast vergessen. Und jetzt noch eine Sache von draußen. Ich bin jetzt öfters am Cottbuser Tor, Warschauer Straße, habe ich mir angeschaut. Und für mich ist das Erschreckende,
dass immer mehr neue Flüchtlinge, die jetzt ein, zwei Jahre hier sind, Drogendealer sind, zu Drogendealern geworden sind. Und die dritte, vierte Generation Araber, Türken, Jugendliche rekrutieren jetzt diese neuen Flüchtlinge. Dann habe ich diese Flüchtlinge gefragt, aus Nordafrika sind sie verstärkt und aus Syrien. Habe gesagt, wisst ihr, was ihr eigentlich hier macht? Ihr tötet Menschen. Wenn du jemanden erschießt, der stirbt sofort. Aber wenn du jemanden Drogen verkaufst, der stirbt mancher nicht, sondern der verreckt. Das habe ich genügend erlebt. Und dann haben sie überlegt, stimmt ja eigentlich. Aber was sollen wir machen, haben sie gesagt. Wir warten schon zwei Jahre, drei Jahre auf den Asylbescheid. Das zermürbt uns. Wir sind junge Männer. Wir brauchen eine Beschäftigung. Und dann werden die so rekrutiert. Und dann oben steht die Polizei, guckt zu, was sie da unten machen. Auch die Mädels angedanzt werden. Mich haben sie auch angedanzt. Das ist richtig erschreckend, wenn man da angedanzt wird. Das ist ein Moment, da zuckt man so zusammen. Schaltet fast das Gehirn oben aus, wenn es so erschrocken ist. Und dann gehen die Jungs, dritter, vierter, fünfter an dich ran und nehmen dir die Sachen weg. Und dann guckt die Polizei zu. Und dann haben die Jugendlichen, die arabischen, türkischen Jugendlichen mir gesagt, euer deutscher Staat ist wirklich eine Lachnummer. Das ist wie ein Fußballspiel. Und wir gewinnen das immer, die Polizei, die Justiz. Warum seid ihr so schwach? Und da ist für mich immer die Frage, warum sind wir so schwach? Das Ende der Geduld, sagte die Kerstin Heising, wir müssen jetzt handeln, sagte sie. Jetzt, das hat sie 2012 gesagt. Und wir handeln immer noch la la la, la la la. Darf ich diesen Teil dann jetzt als die Frage, dann greife ich mir den Frageteil daraus hervor. Ja, und mit den Jugendlichen, dass man zu wenig, man holt Flüchtlinge rein, aber man integriert sie nicht. Man hat einfach dass die Kapazität nicht dazu. Verstehe ich. Zum Thema Koran und Antisemitismus würde, glaube ich, Frau Berger gerne etwas sagen. Gerne was sagen. Jede Religion kann seine heilige Schriften missbrauchen. Und das ist ein klarer Missbrauch, wenn man das gesamte Islam wegen einiger von diesen Schuren als eine antisemitische Religion abstempelt. So geht es nicht. Für uns das viel größere Problem heute ist, was Leute wie Hezbollah für Naim Qasem in 2012 gesagt hat. Und es tut mir leid, dass es auf Englisch haben wir es. The history of Jews has proven that, regardless of the Zionist proposal, they are a people who are evil in their ideas. Also, dass die Juden an sich bösartig sind. Und aus der Hamas-Charta, und das ist sehr wichtig, was noch heute aktuell ist, ist zum Beispiel Artikel 7. Die Zeit wird nicht anbrechen, bevor nicht die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten. Bevor sich nicht die Juden hinter Felsen und Bäumen verstecken, welche ausrufen, O Muslim, das ist ein Jude, der sich hinter mich versteckt, komme und töte ihn. Das ist, was leider der Grund ist, dass heute in Israel unschuldige 13-Jährige sterben. Das ist, was wir... Die zitieren ja das in der Charta. Der Punkt ist, dass es instrumentalisiert aus heutiger Sicht. Aber das ist in der Hamas-Charta heute. Und das ist das Beispiel, dass wir mit terroristischen Organisationen haben, die diese Religion missbrauchen. Und ich möchte auch sagen, dass wir haben, dass Antisemitismus ist ganz gewiss kein jüdische-muslimische Problem. Und von daher kann interreligiöser Dialog keine Antwort auf Antisemitismus sein. Juden haben keine Probleme als Juden mit Muslimen. Das ist ein Problem von einem Angriff auf die Demokratie. Interreligiöser Dialog ist immer wichtig, aber alle Gespräche der Welt zwischen Zentralrat der Juden und Zentralrat der Muslimen lösen ein gesellschaftliche Probleme nicht. Und deswegen sind alle dazu aufgerufen, gegen Antisemitismus zu kämpfen. Welche Frage schließen Sie daraus? Also ich teile Ihre Erschütterung über diesen Satz, aber trotzdem würde ich jetzt gerne dem Herrn die Frage
stellen lassen. Ja. Also erstmal ganz herzlichen Dank. Ich war ganz verblüfft, dass solche Veranstaltungen stattfinden. Und ich glaube, es ist auch unter diesem Titel das erste und einzige in der Parteienlandschaft bei uns hier. Also dafür ganz herzlichen Dank. Frau Konnemann hatte mich... Mein Name habe ich vergessen, Wolfgang Hinze. Ich bin ein einfacher Berliner, inzwischen retired. Also ich kann machen, was ich will. Das ist auch schön, habe ich viel Zeit. Also dazu ganz herzlichen Dank. Ich möchte aber doch auf... Ich fange mal mit einer Frage an, komme dann aber nochmal zurück. Wir haben noch ein bisschen mehr. Meine Frage ist ganz einfach. Was ist eine Staatsdoktrin? Was ist eine Staatsdoktrin? Es ist Staatsdoktrin, Angela Merkel, Zitat, immer wiederholt, das Existenzrecht Israels, die Sicherheit Israels, ist in Deutschland Staatsdoktrin. So, und ich frage mich, was bedeutet das? Was ist das? Ja? Ist das nur eine Phrase oder hat das irgendeine, auch nur kleinste, zum Beispiel juristische Auswirkung? Es scheint nicht der Fall zu sein. Also es ist für mich eine Phrase, die übel ist, weil sie nämlich zu beruhigen scheint, es aber nicht tut. Also ich sehe, ja, das ist eine Frage. Ich weiß nicht, wer da jetzt der Richtige ist. Ich will noch eine weitere Frage stellen und das ein bisschen präzisieren, was jetzt hier über die Türkei gesagt. Ich sage mal so, mir fehlte einiges. Der Koran ist inzwischen Gott sei Dank irgendwie hereingeschlüpft. Das fehlte mir, weil der nämlich eigentlich im Titel der Veranstaltung steht, aber gar nicht angesprochen worden ist. Also was hat das mit dem Islam zu tun? Aber das ist inzwischen halbwegs gemacht worden. Ich vermisse zwei Dinge und auch auf der Kurzveranstaltung vorgestern, habe ich vermisst, es wird immer über den Iran gesprochen. Auch hier wird über den Iran gesprochen. Das ist auch gut so. Aber das wichtigste Land und der wichtigste Geldgeber für die Islamisierung der Welt ist Saudi-Arabien. Das kam überhaupt gar nicht vor. Und die Frage stelle ich mal in die Runde. Why? Warum nicht? Warum kam das nicht vor? Jetzt nochmal die Türken, bitteschön. Der Erdogan ist ja... Im Moment macht er da wieder, weil ihm die Fälle wegschwimmen, macht er jetzt Frieden mit allen möglichen, zum Beispiel auch mit Israel. Ja, wie wir jetzt wieder freundschaftliche Gesten. Ich darf mal doch eine Sache vorlesen, die ich auch auf einem Antisemitismusforum, ich hoffe, ich schaffe das ohne Brille, bei der Evangelischen Akademie schon vorgetragen habe. Und da war ein riesen Buhkonzert, weil ich gewagt habe, das vorzulesen. Das geht um die in der Welt online vom 31. Mai 15, wohin ja. Man feiert in der Türkei immer die Eroberung Konstantinopels. 1453 war das seinerzeit, wird gefeiert. Ein Riesenbrimborium in der Türkei. Und anlässlich dieses Ereignisses im vorigen Jahr ist Folgendes gesagt worden. Erdogan, ich zitiere nur mal das da, Eroberung, Zitat, steht in der Welt, kann man nachlesen, Eroberung heißt Mekka, Eroberung heißt Sultan Saladin, heißt in Jerusalem wieder die Fahne des Islam wehen zu lassen. Punkt. Zitat, noch was? Der Ministerpräsident Davutoğlu, Jerusalem gehört den Muslimen. Weiter. Alle, die behaupten, Jerusalem sei die heilige Stadt der Juden, soll sich noch einmal dafür schämen. Sie kennen vielleicht diesen drohenden Sprachgebrauch, ihr werdet schon noch sehen, was ihr davon habt. Sie sollen sich schämen. Wir haben mit Gottes Hilfe diese Botschaft zu senden. Doppelpunkt. Jerusalem gehört für immer den Kurden, den Türken, den Arabern, den Muslimen. Erdogan. Herzlichen Dank dafür. Frau Tecker würde gerne etwas dazu antworten, insbesondere wohl zur Staatsdoktrin, wenn ich es richtig verstehe. Ich würde gerne mit Herrn Erdogan anfangen. Das ist sicherlich ein Problem und ein viel größeres, als dass das vielleicht auch eine Bundesregierung eingestehen mag. Also auch wieder sozusagen innergesellschaftlich in der deutschen Mehrheitsgesellschaft angekommen ist. Und es ist schwer vermittelbar, warum jemand, der selber im Land für Binnenflüchtlinge sorgt und das ist ein offenes Geheimnis, dass man in dem Zusammenhang von IS-Leid spricht, ausgerechnet der sozusagen unser Verhandlungspartner ist zum Thema Flüchtlinge. Ich bezeichne das als Zwangsheirat, die auch unsere innere Sicherheit in diesem Land gefährdet. Und ich glaube, dass wir uns da was vormachen, wenn wir glauben, dass das keine Konsequenzen hat gesamtgesellschaftlich. Es ist so, dass letztlich diese Politik, die da betrieben wird, auch der Demagogie und dieser Herrschaftsanspruch, der weltweit sozusagen geäußert wird, auch von Erdogan, wenn er zum Beispiel sagt, was ist mit den palästinensischen Kindern, aber die kurdischen dabei vernachlässigt, dass das natürlich entlarvt wird.
aber dass wir nichts dagegen tun, auch als Regierung nicht, und dass wir da sozusagen einer Bigotterie erlegen sind. Es ist eine Doppelmoral, die damit einhergeht, denn warum wir nicht über Saudi-Arabien reden, hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir beste Wirtschaftskontakte pflegen zu diesen Ländern. Und ich glaube, dass es Wichtigeres geben muss als wirtschaftliche Beziehungen. Und ich möchte da einen Freund von mir zitieren aus Ägypten, der sagt, wenn er sich auf den Weg nach Deutschland macht, dass er Probleme hat, eine Moschee zu finden, die nicht in Geiselhaft ist. Ja? Also es geht letztlich darum, dass wenn Moscheen oder Schulen wie die König-Fahd-Akademie in Bad Godesberg aus Saudi-Arabien finanziert werden, ja, und wenn Imame aus dem Ausland hierher geschickt werden, die weisungsgebundene Beamten sind, ja, und dem Religionsamt der Türkei unterstehen und noch nicht mal unsere Sprache sprechen, dann dürfen wir uns doch nicht wundern. Erstens. Und das Zweite ist, was sozusagen auch den Islam angeht, den Koran. Sicherlich ist das mit das größte Problem, diese kritische Einordnung, die nicht stattfindet. Das ist vielleicht auch der Unterschied zu den anderen Religionen. Das heißt, das, was wir im Koran lesen, steht ja auch im Alten Testament. Mit dem Unterschied, dass die Muslime keinen Säkularisierungsprozess durchlaufen haben. Und diejenigen, die das versuchen, deswegen möchte ich hier meine Lanze brechen, auch für die säkulären Muslime, die müssen um ihr Leben fürchten. Und diese Menschen müssen wir stärken. Ich möchte etwas noch ergänzen. Ja, zu Saudi-Arabien hat Deutschland natürlich wunderbare Beziehungen. Was mich denn als normaler Bürger dieses Landes aber dann auch ärgert, ist, dass dann plötzlich werden Beziehungen wieder zum Iran aufgenommen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was erzählt der Iran? Israel muss vernichtet werden, alle Juden müssen vernichtet werden. Und dann, was dann Frau Merkel gesagt hat, das bringt mich dann auch ein wenig ins Grübeln. Ja, was hier sagt, das ist Staatsräson, ja, Israel zu helfen, hinter Israel zu stehen. Wenn ich auf der einen Seite zu jemandem stehe, dann kann ich ihm nicht von der anderen Seite in den Rücken fallen. Und wir sehen ja, was der Iran heute schon wieder bringt und macht und tut. Und heute wieder gerade gelesen, Ahmadinejad will wieder der Führer werden. Und dann haben wir das Schlamassel so richtig hier. Also man sollte doch irgendwie Flagge zeigen und Kante zeigen. Und das vermisse ich doch ab und zu dann tatsächlich bei der Bundesrepublik. Wir nähern uns jetzt dem, was bei Bild und anderen Zeitungen der Redaktionsschluss ist. Eine Dame darf bitte noch ihre Frage stellen. Wir müssen dann zum Schlusswort kommen. Entschuldigung an alle anderen. Mein Name ist Emilia Mayer. Ich bin hier Auslandskorrespondentin in Berlin für chilenische Medien. Und meine Frage ist an Herrn Thomas Haldenbank vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich hoffe, es ist keine unbequeme Frage, aber ich möchte gerne wissen, auch in Bezug auf die deutsche Seite, was für eine Rolle spielen auch die Deutsche dabei. Und in dem Sinne möchte ich gerne wissen, wie hat der Verfassungsschutz eigentlich den Attentat von 1972 in München von Palästinensern auf die israelischen Spieler damals bewertet? Und wie ist eigentlich diese Entwicklung von dieser Situation von damals bis heute? Inwieweit gibt es einen Zusammenhang? Und natürlich dabei möchte ich auch gerne wissen, was ist mit der RAF auch? Und mit einigen, und deshalb ist meine Frage ein bisschen unbequem, weil ich möchte gerne wissen, wie ist eigentlich die Einstellung auch von einigen Politikern oder politischen Gruppen hier in Deutschland, die Grünen oder die Linken oder weiß ich nicht, welche Leute haben sie sich immer in dieser Geschichte auch mit einbezogen und welche Rolle haben sie unterschiedlich auch dabei auch gespielt, um das letztendlich auch zu unterstützen in direkter Weise und um diesen Hass letztendlich noch mehr zu verstärken. Danke. Es steht Ihnen frei, sich etwas auszusuchen. Ja, die Frage ist mir nicht unbequem, aber die Frage ist sehr komplex. Und wenn ich die in jeder Tiefe jetzt durchleuchten wollte, dann bräuchten wir ein paar Stunden. Ich kann nur so viel sagen, das Bundesamt für Verfassungsschutz, dem ich ja nun auch erst seit ein paar Jahren angehöre und für das ich jetzt nicht so gerne also für irgendwie Ereignisse aus den 70er Jahren spreche, aber so viel kann ich doch sagen, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat den Auftrag, Extremismus und Terrorismus in Deutschland zu bekämpfen. Und so wie ich das Amt kennengelernt habe, hat man das also über die gesamte Strecke hinweg sehr ernst genommen. Und insofern hat man sich also sehr intensiv eben mit terroristischen Aktivitäten in Deutschland befasst und hat versucht, eben die Verantwortlichen zu identifizieren. Das gilt sowohl also für das Attentat 72 als natürlich gerade in Sonderheit, also auch für den RAF-Terrorismus. Das Bundesamt für Verfassungsschutz war da an vorderster Front, wenn ich das mal so sagen darf, in der Bekämpfung tätig. Wenn Sie jetzt anscheinend die Frage etwas kritisch stellen, vielleicht mit dem Unterton, möglicherweise ist da hier und da auch was schiefgelaufen.
Ich glaube, das kann ich heute auch nicht in Gänze ausschließen, dass da, wo eben intensiv gearbeitet wird, möglicherweise Fehler auch passieren. Aber darüber müsste man tatsächlich im Detail reden. Und unser Amt scheut auch diese Debatte nicht. Aber das passt eben einfach jetzt hier nicht in diesen Rahmen. Vielleicht können Sie sich ganz am Rand gleich noch mal vis-à-vis zusammenschließen. Ich würde jetzt gerne angesichts der Zeit Herrn Mayer das Gelegenheit geben zu einem Schlusswort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt die schöne Aufgabe, Danke zu sagen. Die rege Diskussion, glaube ich, hat sehr eindeutig gezeigt, dass die Veranstaltung gelungen ist, dass die Veranstaltung für alle Beteiligten gewinnbringend war. Ich darf mich insbesondere bei dir, liebe Gitta, ganz herzlich bedanken dafür, dass du wirklich in höchst professioneller und profunder Weise diese Veranstaltung mit deinen Mitarbeitern vorbereitet hast. Ein herzliches Dankeschön an deine Adresse. Herrn Fehlewald, ganz herzlich danken für die sehr gekonnte und professionelle Moderation. Ich möchte mich bei allen Teilnehmern am Podium ganz herzlich bedanken für die sehr einblickgebenden, sehr instruktiven Beiträge, aber insbesondere natürlich bei Ihnen allen dafür, dass Sie zum einen mal gekommen sind, aber dass Sie sich auch so zahlreich, so sachlich und qualitativ auch zu Wort gemeldet haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst mal schon mal eine Zusage, alles was hier von Ihnen gesagt wurde und es ist ja auch schon erwähnt worden, es waren sehr eindeutige, sehr klare Wortmeldungen, verhallt nicht im luftleeren Raum. Es waren sehr viele Kollegen aus der Bundestagsfraktion über eine sehr lange Wegstrecke der Veranstaltung mit hier auch anwesend, auch sehr viele Mitarbeiter. Also die Zusage kann ich Ihnen auf jeden Fall schon mal geben, nichts verhallt hier im luftleeren Raum, ganz im Gegenteil. Auch wenn der Adressat nicht immer aller Forderungen und Wünsche der Bund ist, das möchte ich auch in aller Deutlichkeit sagen, teilweise richten sich die vollkommen nachvollziehbaren und berechtigten Begehren auch an die Seite der Länder, werden wir auf jeden Fall alles wägen und entsprechend auch, soweit es uns auch möglich ist, in unsere parlamentarische Arbeit mit einfließen lassen. Erlauben Sie mir vielleicht auch in aller Kürze auf einige ja auch kritische Anmerkungen, die durchaus auch ihre Berechtigung haben, auch einzugehen. Mir steht es zwar persönlich nicht zu, für die Bundesregierung und schon gleich nicht für die Bundeskanzlerin zu sprechen, aber ich möchte wirklich dem Vorwurf schon entschieden entgegentreten, dass die Aussage von Angela Merkel, dass zur Staatsräson Deutschlands das Existenzrecht Israels gehört, eine bloße Phrase wäre. Ich glaube, man kann wirklich mit Fug und Recht behaupten und man hat es, glaube ich, auch in der Amtszeit von Angela Merkel spüren können, dass es ihr ein persönliches Anliegen ist, sich für Israel und auch vor allem für die israelisch-deutsche Freundschaft und für die Beziehungen zwischen den beiden Ländern einzusetzen. Und das ist nicht nur eine hohle Phrase, sondern das manifestiert sich aus meiner Sicht wirklich auch in tagtäglicher Politik. Und Gleiches gilt aus meiner Sicht auch für die berechtigten Wünsche und auch Forderungen ihrerseits, dass wir auch als Parlamentarier uns sehr intensiv auch mit der ja, höchst schauderlichen und verwerflichen Zunahme von antisemitischen, antizionistischen Bestrebungen in Deutschland auseinandersetzen. Ich möchte dies auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, das ist uns als CDU-CSU-Fraktion ein Thema, das uns nicht egal ist, das uns nicht, auch nicht bequem sein lässt, um dies auch in aller Deutlichkeit zu sagen. Ich möchte schon auch bemerken, dass dies eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Sie haben ja mit vielfältigen Anmerkungen und auch teilweise ja auch sehr authentischen Schilderungen deutlich gemacht, dass die gesamte deutsche Gesellschaft gefordert ist, wenn es darum geht, dieser unsäglichen Zunahme der Hetze gegen Israel, aber vor allem auch der sehr schändlichen Zunahme der antizionistischen und antijüdischen Bestrebungen auch in Deutschland sich entgegenzustellen. Hier sind die Medien gefordert, hier sind die Schulen gefordert, auch das ist sehr deutlich gemacht worden, worauf ich hin auch nochmal auf die Verantwortung auch der Länder verweisen möchte. Leider gibt es da seitens der Kultusministerkonferenz aus meiner Sicht, wenn ich das mal so sagen darf, auch noch zu wenig Engagement, sich diesem wichtigen Thema auch was die Schulpolitik, was die Bildungspolitik anbelangt, ernsthaft anzunehmen. Es ist die Politik gefordert, es ist der Rechtsstaat gefordert, um dies auch in aller Deutlichkeit zu sagen, sowohl im präventiven Bereich, aber auch im repressiven Bereich. Wenn es zu einer doch signifikanten Zunahme von
auch Gewalttätigkeiten gegenüber Andersdenkenden, gegenüber auch jüdischen Mitbürgern kommt, dann ist dies etwas, wo auch ganz klar der Rechtsstaat gefordert ist. Es darf, finde ich, nicht hingenommen werden, dass wir hier ja, sehenden Auges akzeptieren, dass in Ländern wie in Frankreich oder in Schweden auch immer mehr jüdische Mitbürger das Land verlassen. Wenn man sich vor Augen führt, im letzten Jahr war es so, dass die Hälfte aller rassistischen Übergriffe im Nachbarland Frankreich Juden gegolten haben, aber Juden gerade mal 1% der französischen Bevölkerung ausmachen. Also das sind Entwicklungen, die aus meiner Sicht höchst besorgniserregend sind und wir Deutsche und glaube vor allem auch die deutsche Politik ist aufgefordert, dem auch in aller Deutlichkeit entgegenzutreten. Ich möchte auch noch mal deutlich machen, dass wir auch das Thema Integration von muslimischen Flüchtlingen, die eine dauerhafte oder zumindest langfristige Bleibeperspektive haben, sehr ernst nehmen. Wir werden in dieser Woche ein Integrationsgesetz verabschieden, das, und die Frage ist ja auch zu Recht gestellt worden, ganz deutlich auch den Grundsatz des Förderns in sich trägt, aber auch des Forderns in sich trägt. Also es ist nicht nur so, dass wir hier mit dem Füllhorn Wohltaten gießen wollen über Flüchtlinge. Natürlich wollen wir entsprechende Förderangebote machen, wenn es insbesondere darum geht, die notwendigen Integrationsdeutschkurse auch den Flüchtlingen zuteilwerden zu lassen. Aber es wird auch deutlich gemacht werden in dem Integrationsgesetz, dass der, der nicht bereit ist, von diesen Angeboten Gebrauch zu machen, dann auch entsprechend mit Sanktionen rechnen muss. Wir haben auch sehr schnell im Nachgang zu den schrecklichen Vorkommnissen in der Silvesternacht in Köln und anderswo in Deutschland reagiert, indem wir das Ausweisungsrecht deutlich verschärft haben. Auch hier, glaube ich, hat der Rechtsstaat und hat vor allem auch die Politik auf Druck der CDU-CSU-Fraktion sehr schnell gehandelt. Ich möchte dies deshalb auch noch mal so deutlich auch anmerken, weil ja auch teilweise der Hinweis kam, ihr wartet zu lange, bis es überhaupt mal auch zu einem terroristischen Angriff in Deutschland kommt und legt momentan die Hände in den Schoß. Aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall. Wir haben in den letzten 18 Monaten wirklich fast im Staccato-Stil Gesetze verändert und gerade auch im Bereich der Terrorismusbekämpfung auch Gesetze verschärft, wenn es darum geht, die Terrorfinanzierung stärker unter Strafe zu stellen, es auch Dschihadisten zu erschweren, überhaupt in den Dschihad auszureisen, indem es jetzt auch die Möglichkeit gibt, dass der Personalausweis vorzeitig entzogen wird, um die Ausreise zu verhindern. Wir haben erst vor 2 Wochen hier im Deutschen Bundestag ein neues Antiterrorpaket verabschiedet. Also ich möchte schon auch deutlich machen, dass wir dieses Phänomen des Dschihadismus und auch der deutlichen Zunahme der Salafisten, Herr Altenwang, nicht auf die leichte Schulter nehmen, ganz im Gegenteil. Es ist in höchstem Maße besorgniserregend, dass wir allein innerhalb von 2 Jahren eine Verdopplung der Salafisten in Deutschland zu verzeichnen hatten, dass auch der Anteil der gewaltbereiten Salafisten und Dschihadisten in unserem Land deutlich zugenommen hat. Und deshalb bin ich der Meinung, war diese Veranstaltung wirklich ein Erfolg, auch wenn wir nicht jeden Wunsch und jede Begehrlichkeit sofort erfüllen können. Ich möchte noch mal betonen, es war uns als Kollegen aus der Bundestagsfraktion der CDU-CSU sehr wichtig, dass wir Ihre offenen Meinungen und Ihre offenen Wünsche auch heute mitnehmen dürfen. In diesem Sinne darf ich mich noch mal ganz herzlich auch für Ihr Kommen bedanken, wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und hoffe, dass wir uns möglichst bald vielleicht auch bei ähnlicher Veranstaltung wiedersehen. Alles Gute. Applaus